Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute mit Walter. Hallo, ich bin's wieder. Ja, und wir hatten das Thema schon verraten. Canterbury. Und das ist heute Teil 1. Und nach dem Trailer klären wir euch mal auf. Canterbury. Eine Stadt, eine Kirche, ein Sound oder eine Szene. Darüber wollen wir euch informieren und wir haben da ein bisschen studiert, um das wiederzugeben, was wir für wichtig empfinden. Zur Stadt selber. Die wurde von den Römern gegründet. Die sind 50 nach Christus über die Kelten hergefallen und haben dieses Land besetzt und haben auch ihren Glauben mitgebracht, den römisch-katholischen. Und über die Jahre hinweg hat sich dieser Glaube übers Land ausgebreitet und es sind Siedlungen entstanden. Der Glaube, den die vorher hatten, die hatten mehrere Götter, haben sie jetzt nur noch einen gehabt. Und die Siedlung hat sich ausgebaut. 800 ist dann die große Kirche entstanden. Walter, hast du die griffbereit? Halt sie mal kurz Ja, rein. ich war ja vor einigen Jahren da und habe dort diese schöne Broschüre aus Canterbury gekauft mit dieser wunderbaren Kathedrale, also wirklich ein phänomenaler Kirchenbau. Den wir wirklich lange Zeit bewundert haben. Also ich bin immer wieder rein, raus, weil der so imposant war. Die Kirche spielt in Canterbury eine ganz große Rolle, denn es ist eine der Hauptsitze der englischen Kirche. Und Canterbury war im Mittelalter schon ein spirituelles Zentrum. Und weiter ging es dann mit dem römischen Glauben und dem Unglauben der Leute an das Reliquienanbeten. Und es gibt auch eine spezielle Geschichte, wie es dazu kam, dass die Reformation, also die tragende Säule war ja Martin Luther, dass diese Reformation auch in England zum Greifen kam, zum Tragen kam. Ja, das war ja diese Zeit so nach 1517. Da war dann Mitte des 16. Jahrhunderts, also 17. Jahrhunderts muss man sagen, der Heinrich der Achte König und jeder kennt Heinrich dem Achten wegen seiner sechs Frauen, die er angeblich ermordet haben soll. Es waren in Wirklichkeit nur drei. Er hatte aber sechs und zur Spaltung dieser Kirche in England, also zur Bildung der anglikanischen Kirche, kam es deswegen, weil der Papst nicht erlaubte, dass er Anna von Bolin heiraten sollte, wollte, weil er schon mit der spanischen Erbtochter von Navarra verheiratet war und aus lauter Zorn, weil man ihm das nicht gestattet hat, dann dieser absolutistische König, der er ja war, dann seine eigene Kirche draus gebaut, nämlich daraus ist die anglikanische Kirche entstanden. Die anglikanische Kirche ist sozusagen stark unter dem Einfluss der Reformation und verdrängte so allmählich den römisch-katholischen Glauben. Und die anglikanische Kirche ist auch noch der tragende Baustein der Church of England. Das zu der Geschichte und zu der Kirche. Das spirituelle Zentrum hat sich über die Jahrhunderte gehalten. Und Canterbury war in den 60er Jahren ein kleines Kaff mit vielleicht 30.000 Einwohnern. Aber bedeutend, weil es eben die Hauptstadt von Kent war, das war ja der Bezirk, damit ihr mal euch vorstellen könnt, wie das räumlich aussieht, versuche ich euch das mal zu zeigen. Also von Dover ungefähr eine halbe Stunde entfernt. Also wenn wir als Festlandeuropäer kommen, haben wir eine halbe Stunde und sind wir in Canterbury. Und London, ich bin seitenverkehrt,
Ach, shit. London ist eine Autostunde entfernt, nördlich von Canterbury. Und diese Ortschaft war in den 60er Jahren immer noch das spirituelle Zentrum. Die hatten Unis und durch die Studenten und die Bevölkerung kam es zu einem Mischmasch sozusagen, ein Melting Pot. Und die hatten zu dieser Zeit 500 Studenten, die Philosophie, Psychologie oder Chinesisch studierten. Und durch die jungen Leute kam es zu einer sogenannten Szene. Und wir wollen ja aufs Musikalische hinaus. Und deshalb, Walter, hast du das Wort für den musikalischen Raum in Canterbury. Ja, wo fängt man hier an? Das ist wirklich ein sehr schwieriges Terrain. Die Geschichte des Canterbury Sounds, wenn es den überhaupt gibt, hat begonnen mit einer Band. Und zwar kann man sehen, Die Wilde Flower. Wildflowers. Wildflowers, also nicht die wilden Blumen, sondern Wild von Oscar Wilde, dem Schriftsteller. Und der Name Wildflowers sollte Ihnen so etwas wie ein Stück Poesie mitgeben. Und Sie haben sich eben von Oscar Wilde da beeinflussen lassen, der Oscar. eine Galionsfigur der englischen Literatur. Absolut, ja. Hat ja auch ein Büchlein geschrieben, The Ghost of Canterbury. Ja, viele andere auch. Ich habe ein paar schöne Bücher von ihm zu Hause. Also Oscar Wilde wäre sehr zu empfehlen, wer noch nichts gelesen hat von ihm. Ein sehr interessanter Schriftsteller. Ja, gut, aber zur Musik von Canterbury und Jawohl. den Wildflowers. Es gab mindestens die Band, soll um 1962, 63 gegründet worden sein. Da widersprechen sich die Quellen. Und es gab wahnsinnig viele Line-ups von den Wildflowers. Also die sind zum Teil nicht mehr nachzuvollziehen. Und gerade so Ende der 60er Jahre sind da Leute drin, die kein Mensch mehr kennt. Aber Also Wilde Flowers Gründungsjahr würde ich jetzt mal taxieren auf 64. also ich habe gelesen 61, 62, also lassen wir das einfach mal so stehen. Auf alle Fälle tauchen bei den Wildflowers Leute auf, wie ich lese mal vor, wer da alles auf dieser CD drauf ist. Kevin Ayers, also Sänger und Gitarrist. Soft Machine dann, Richard Coogan, Schlagzeuger. Caravan. Graham Flight kennt man weniger, aber Pye Hastings, Ist auch dann später bei Caravan war der Sänger, Bassist später auch Sänger, bei Caravan. dann Brian Hopper Ist es auch der ist der Keyboarder? Nee, der Saxophonist von Soft Machine und geworden. Hugh Hopper, später also auch Bassist bei Ja. Soft Machine, dann Mike Rutledge. Eine Galionsfigur von Soft Machine an den Keyboarder. Keyboards, Orgeln, Richard Sinclair, Caravan und Robert Wyatt, natürlich Soft Machine und many, many, many others steht hier unten noch dabei und das ist wahr. Unter diesen Gesichtspunkten der Wildflowers wollen wir vorangehen und wir haben es uns so aufgeteilt, dass Walter sich um die Präsentation von Softmaschinen kümmert. Und ich bin eher so der Caravan-Typ. Okay? Und wir starten mit Walter und der weiteren Geschichte der Wildflowers, beziehungsweise der Übergang zu den Soft Machine. Wie alles begann, war so, dass Dave Sinclair, Hugh Hopper und Robert Wyatt sich in dieser alten Bischofsstadt trafen und als Trio zunächst Musik machten und der Mike Rutledge kam etwas später Der dazu, Keyboarder. der Keyboarder. Sie spielten so allerhand, ja, so Zeug, was man damals gespielt hat, Rhythm and Blues, Jazz,
Bebop, so ein bisschen indische Ragas, alles, was so ein bisschen auch so zu dieser Kultur, kleinen Kulturmetropole gehörte, die sich dann entwickelt hat. Und natürlich gab es auch so Jazz- und Poetry-Events, schon so erste in Canterbury. Und die Vorbilder von den Wildflowers waren John Coltrane, der berühmte Tenorsaxophonist, und Ornette Coleman, Free-Jazzer, und Cecil Taylor, Pianist, auch Free-Jazz. Das waren so die Vorbilder dieser Band. Und irgendwann mal gab es eine Formierung zu dieser Wildflowers-Band, die also ich jetzt mal auf 63, so wie du, auch taxieren will. Alles andere war Vorgeplänkel. Genau. Bei Und dem ganzen musikalischen Rahmen kann man durchaus davon ausgehen, dass es auch gewollt war, Musik für Intellektuelle zu machen. Also wir müssen es nicht ganz hochstecken, aber es ist eine Studentenstadt und auch unsere Jungs von den Bands waren kluge Kerle, die sich nicht einfach dem angeschlossen haben, was Trend war, sondern die wollten was Eigenes machen. Und da spielten eben die Wurzeln, von denen du gerade gesprochen hast, doch eine ganz große Rolle. Eben das Jazzige. also bei den Wildflowers war es so, also es sind wirklich sehr viele Aufnahmen gemacht worden, die auch noch existieren, aber die haben keine Platte rausgebracht. Es gibt verstreute Aufnahmen, aber allein auf dieser CD sind fast 30 drauf, also die ich vorher da reingehalten habe. Die gehen so von 1965 rum bis 1969. Und dazu muss man natürlich auch wissen, das, was sich dann aus den Flowers heraus destilliert hat oder abgespalten, je nachdem, wie man es nennt, waren zwei wesentliche Bands des Canterbury Sounds, nämlich Soft Machine und Caravan auf der anderen Seite. Jawohl. Und es gab dann diese Begebenheit eines Typen aus Australien. Der hieß David Allen, war in Australien Buchhändler, der hatte in einem Buchladen Bücher verkauft, kam irgendwann 1960 oder 61 nach England und hat in einem großen Mietshaus der Familie Wyatt in Untermiete gewohnt. Wyatt Robert, der ja dann bei den Wildflowers schon aktiv als Musiker war, Ja. noch amateurhaft. Er hat hauptsächlich so Tambourin gespielt, weniger Schlagzeug. Das Schlagzeugspiel hat sich dann erst bei Soft Machine so entwickelt. Aber es kam zu einer Bildung von einer Jazzband, von einem Trio, und zwar das sogenannte David Allen Trio. Und David Allen war der Gitarrist. Und Robert White durfte dann schon an Schlagzeug. Er war immerhin gerade mal 16 zu der Zeit. Und Hook Hopper am Bass. Und diese drei nannten sich also David Allen Trio und die spielten einfach ja den zeitgenössischen Jazz, den man damals spielte. Ja. Man muss dazu wissen, die Wyatt Family, die waren sehr offen, gebildet, auch in Literatur bewogen und auch in Musik und hatten ein offenes Haus. Um das große Haus zu halten, haben die immer wieder Untermieter genommen. Und einer davon war eben dieser David Allen aus Australien, der für ihren Robert, ihren Sprössling, noch ganz entscheidend wirkte. Ja, machen wir vielleicht mal einen kurzen Sprung. Es kam dann irgendwann, also ich sagte ja, es gibt keine Platte direkt von den Wildflowers. Und es war dann irgendwann mal so, 1966 haben sich dann die Leute vom David Allen Trio zusammengetan und haben eine neue Band gegründet. Jetzt sind wir bei Soft Machine. Jawohl. Soft Machine wurde 1966 gegründet als Quartett, also mit Routledge kam etwas später dazu, war aber auch bald auf Konzerten dabei. Dann eben Hopper, Kevin Ayers und David Allen, der Australier. Das war das erste Das Line-up. war das erste Line-up der Soft Machine 1966. Der Name stammt auch aus der Literatur von William Burroughs
ist der Name entlehnt worden. Genau. William Burroughs war einer der drei, vier Beat-Poeten, Beat-Literatur, wobei man also nicht verwechseln darf, Beat-Poesie und Beat-Literatur hat nichts mit Beat-Bands zu tun. Beat-Literatur war die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg, die die Situation der Intellektuellen damals beschrieb. Und Ginsberg und es gab noch ein paar andere, waren so diese Propheten dieser Beat-Poesie und spielte dann auch so ein bisschen in dieser Canterbury-Szene mit auch eine Rolle. Wie hieß denn der mit der Ledertasche? Der Also Mann mit der Ledertasche. Jack Kerouac gab es noch Ja, den und gab es noch. Allen Ginsberg. Der war es aber nicht. Und es waren vier heute Ja, bekannte genau. Namen. Ja. Also auch schon Aussteiger, sage ich mal, aus der Gesellschaft. Oder zumindest die Gesellschaft kritisch betrachten. Aber wie gesagt, es hat nichts mit der Mit dem Beatband Sound und nichts zu Beatmusik tun. zu tun. Nein. Das klingt bloß gleich, ist aber was anderes. Jawohl. Es ist eine eigenständige Form von Poesie und von Lyrik. Ja, das war dann so, also Softmaschinen existierten dann, haben auch Konzerte gegeben, zu viert, und haben auch eine erste Platte aufgenommen, zum Beispiel in New York, die Single Love Sweet Music, da waren sie zu viert. Und dann hatten sie irgendwann mal eine Tournee in Europa, in Frankreich. Und als dann die Band wieder zurück einreisen wollte nach England, dann hat man festgestellt bei David Allen, oh, die Arbeitserlaubnis, das Visum ist längst abgelaufen und der durfte nicht mehr ins Land. Und somit waren Soft Machine eines ihrer Gründungsmitglieder beraubt. Und als dann die erste Langspielplatte in New York aufgenommen wurde, während einer Tournee mit Jimi Hendrix übrigens, war natürlich David Allen nicht mehr dabei. Er war bei der Single dabei am Anfang, aber nicht mehr bei der Langspielplatte, sodass Soft Machine in der Zeit ein Trio war. Bass, Schlagzeug, Keyboards. Ja, und bloß noch der Komplettheit halber, David Allen war nicht untätig, er musste in Frankreich bleiben oder wieder zurück nach Australien, er blieb in Paris und hat dort seine eigene Band gegründet. David Allens Gong. Ja, Gong kennt man als auch so flippige Hippie-Band und die erste Platte ist lange Zeit nicht herausgekommen, kam dann später erst raus und dann hat aber Gong, vor allem auch in Frankreich, eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen, weg hin von dieser rein flippigen Space-Truppe. Die haben dann ganz ordentliche Sachen auch gemacht. Mir gefallen auch die ausgeflippten Sachen ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Carmen by Electric zum Beispiel von 1971 ist eine schöne Platte. Und David Allen ist Gitarrist. Gitarrist. Habe ich was anderes gesagt? Nein, ich will das nur betonen, weil ich habe mit meinen Caravan eine ganz andere Story, die ich erzählen will. Ja. Deswegen betone ich das nochmal herausragend. Ja, du bist dann mit Caravan dran. Ja. Oh. Ja, Caravan, das Line-up hat der Walter ja schon weitestgehend vorgesagt. Und das erste Album von Caravan kam 69 raus. Das ist das Debüt mit dem Line-up Richard Coughlin, der Schlagzeug spielte, der auch schon mal Soft Machine gespielt hat, Pye Hastings Gitarre und Bass, David Sinclair Orgel und sein Neffe Bassgitarre. Das war das erste Line-up der Band Caravan. Und ganz besonders ist bei Caravan zu erwähnen, dass sie scheinbar ohne Gitarristen spielen. Also eigentlich gar nicht so mein Sound. Aber nachdem ich durch das Progressive angezogen wurde, ich habe es in früheren schon erzählt, in früheren Filmen, Genesis, Pink Floyd, war Caravan für mich nicht weit weg. Aber es war nicht mein erster Berührungspunkt. Ich bin erst mit dem dritten Album,
Deshalb gebe ich wieder an Walter. Ja, ich bin scheinbar dir etwas voraus bei Caravan, denn meine erste große Begegnung und Liebe war das zweite Album, und das zweite Album hieß If I could do it all over again, I'll do it all over you. Also ein elefantenlanger Titel, den kann man sich kaum merken, aber es ist eine sehr schöne Platte. Auch das Cover schon sehr, sehr attraktiv, in grün gehalten, groß, mit verschrobener Schrift Caravan, Großbuchstaben. Und die sitzen hier so im Dickicht irgendwie, in den Bäumen, im Gras. Und alles sieht sehr friedlich und hippiemäßig aus. Und die Musik von dieser zweiten LP ist auch wirklich sehr beschwingt, sehr leicht, sehr schöne Orgelsolos drin, sehr schöner Gesang. Nicht so wie bei Soft Machine, so eher gequetscht und mit Fistelstimme, sondern heller Gesang, aber eben keine oder kaum Gitarre drin. Aber spielt in dem Zusammenhang fast gar keine Rolle, Was die weil die Musik Qualität sich selber trägt. der Musik betrifft, gebe ich dir komplett recht. Mir ist immer eine Gitarre im Sound wichtig oder macht es interessant. Aber bei diesem Album hier, das sehr Keyboard getragen ist, teilweise zwei Keyboards, die den Sound beschwingen, auch ein Longtrack ist drauf, der in keiner Weise langweilig ist, weil sehr viel Spannung erhebt. Und es gibt auch ein kurzes Gitarrensolo, vielleicht mal so eine Minute. Das Es gibt. Soloinstrument, was Caravan auch betreibt, ist die Flöte. Und im Zusammenspiel von Flöte und Keyboard, offene Hammond B3 oder auch ein Klavinett, Tasteninstrument, produzieren die einen wunderbaren Sound. Und was ich auffällig finde, ist der Gesang. Der Gesang von Caravan ist eigentlich so ein Schöngeistgesang. Man hat das Gefühl, das ist kein Soul in der Stimme. Und das ist auch die Absicht der Band, einfach einen Schönklang, leichte Harmonien im Gesang bei wirklich trächtigen Songs, die von der Orgel getragen sind. Toller Drive, toller Bass, den sie auf diesem zweiten Album präsentieren. Also wirklich ein hochinteressantes Album. Aber meine Biografie, um mit Caravan zusammenzukommen, habe ich das dritte Album gebraucht. In the Land of Grey and Pink. In einem sehr, sehr künstlerischen Cover gehalten. Ist auch eine bekannte Künstlerin, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Und das ist so das typische Bild von Caravan. Damit haben sie schon etliche Covers gestaltet. Das dritte Album der Band ist dann gefühlt ohne Gitarre. Und trotzdem ist es ein spannendes Album. Und es hat so humorvolle Einfälle in Bezug auf den Sound. Bläser. Also einfache Harmonien, die dann aber durch die Longtracks ausufern in tolle Experimente oder in lange Passagen von Improvisationen von Tasteninstrumenten. Also ich denke, ich bin drauf gekommen, weil ich eben den Sound von Pink Floyd so großartig fand und man ist ja als Musikliebhaber immer auf der Suche. Und deshalb bin ich dann auf In the Land of Grey and Pink. Das dritte Album von Caravan, meine erste Berührung. Die anderen Alben habe ich mir dann natürlich gekauft. Ja, du hast den Sound der Orgel schon sehr gut nachgemacht jetzt vorhin. Also die Platte ist hervorragend, und zum Hintergrund vielleicht noch, also mit diesen beiden Platten, I Could Do It All Over Again and In the Land of Grey and Pink, kam für Caravan der große Durchbruch. Also die Band wurde dann wirklich berühmt, und sie hat dann nach dieser dritten Platte, glaube ich, war es, ein riesiges Konzert in Rotterdam gespielt, ein Open Air mit 250.000 Zuschauern. Wahnsinn. Das war also ein gigantischer Auftritt, und die Platte war
Der Gerd hat es ja schon gesagt, du hast es schon gesagt, einfach eine tolle, tolle Platte. So längere Instrumentalpassagen, angejazzte Tunes, längere Stücke, viele lange eingängige, auch zum Teil Improvisationen Ja. und gelegentlich auch mal so eine psychedelische Anleihe dazwischen. Durchaus. Also das waren die Markenzeichen so dieser ersten, also dieser zweiten und dritten Platte. Und mir gefiel die beide sehr gut. Also Ja. kann man so als Klassiker auch von Caravan bezeichnen. Durchaus. Und wenn man wirklich intensiv zuhört, dann hört man auch eine Gitarre. Aber im Rhythmus. Ich finde, bei diesen Bands, das gilt auch für Soft Machine, man hat das Gefühl, die wollen überhaupt die Gitarre nicht in den Mittelpunkt stellen, Genau. sondern eine ganz andere Instrumentierung, die die Orgel zum Beispiel betonen. Oder auch bei Soft Machine, der Rattledge, das ist ja ein fantastischer Keyboarder, der den Sound so dominiert und dann auch bei Soft Machine dann eine Flöte oder ein Saxophon in den Sound eindringt und den dann so bereichert und das einfach dann eine Spannung ausmacht. Ohne Gitarre ist eigentlich Man für mich muss, fast ein No-Go, ja, aber es es geht. stimmt auch nicht ganz. Es ist so, also es ist ja keine von diesen Canterbury-Bands spielt ohne Gitarre, aber die Leadgitarre dominiert nicht. Also wenn, wird eher die Rhythmusgitarre betont, zu Lasten der Leadgitarre. Ja. Also bei vielen Canterbury-Bands, wir werden es vielleicht im Lauf der Sendungen noch hören. So war es auch bei Caravan. Rhythmusgitarre ja, eher Leadgitarre eher selten und zurückhaltend. Und das haben die, denke ich, bewusst eingesetzt. Und lange Zeit war es bei Soft Machine nicht anders. Das ist ja wahrscheinlich auch der Anspruch der Bands, eben auf dieses Lead-Instrument oder auch das Riffing. Der Gitarren fällt ja da weg. Oder wenn, dann ist es so dezent gemischt, dass es gerade so dem Schlagzeuger und dem Bass zum Rhythmus gereicht, aber nicht eben solche Solo-Ausflüge macht. Ich denke, das ist der intellektuelle Ansatz dieser beiden Bands. Ob sie das abgesprochen haben oder ob sich das voneinander unabhängig entwickelt hat, ist mir so nicht bekannt. Auch der Kevin Ayers, haben wir denn schon erwähnt eigentlich, ist ja auch ein Gitarrist, Sänger und Gitarrist und ist eine Figur aus der Band von Soft Machine. Ja. Also man könnte sagen, diese gitarrenlose oder Lead-gitarrenlose Spielweise könnte man fast so als konstitutives Merkmal von Ja, Canterbury-Bands würde ich sagen, ja. bezeichnen. Aber man sieht dann immer wieder auch die Ausnahme von der Regel. Aber es ist auffallend, dass bei vielen dieser Bands so dieser Drang zum Solo auf der Lead-Gitarre fehlt. Ja, Ja. das ist ja auch jetzt eben unser Anspruch hier bei diesem Video herauszustellen, gibt es was Charakteristisches im Canterbury Sound? Gibt es das überhaupt, Canterbury Sound und Canterbury Szene? Und wenn ein Merkmal auffällig ist, dann ist es eben das mit dem Gitarrenspiel und für mich auch noch des Weiteren dieser Gesang. Der nicht so soulful oder so kraftvoll rüberkommt, sondern eben eher so ein Singsang ist. Leichte Melodien zu einer getragenen Soundgrundlage. Und es wird relativ viel gesungen. Natürlich in den Longtracks geht es auch um Experimente, um Sounds, die man ausbaut, um sich künstlerisch zu entfalten. Bei Caravan haben wir ja zum Teil zwei Keyboards gleichzeitig. Oder meine schöne Flöte. Ja, ich würde dann vielleicht ein bisschen was zur Soft Machine, wie es mit Soft Machine denn eigentlich so weiterging. Jawohl. Haben also ihre erste Platte in New York, in den New Yorker Studios aufgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, welchen das genau war. Auf alle Fälle war die Aufnahme dieser ersten Platte, die einfach Soft Machine hieß,
während einer Tournee mit Jimi Hendrix. Und das war natürlich dann schon auch so eine sehr gehetzte Sache. Zwischendurch mussten die Aufnahmen reingeschoben werden. Die dauerten wenige Tage nur. Ich glaube, das waren nicht mal zwei, nicht mal 3 Tage. Dann war diese erste LP im Kasten. Und die erschien nicht mal in ihrem Ursprungsland in England. Also Soft Machine war eigentlich in England unbekannt. Und man muss sich auch nicht wundern, dass die Band einfach nicht bekannter wurde. Und sie waren da sehr frustriert über diese Situation, dass man sie in England eigentlich kaum kennt und haben deswegen viel getourt in Holland, in Frankreich, Frankreich auch, in ja. Deutschland. Und in Frankreich waren die sehr, sehr begehrt und sehr berühmt. Soft Machine war eine der meistverkauftesten Platten. Man kann sich das kaum vorstellen. Bei uns hat man jetzt nicht so viele Soft Machine-Platten gekauft, zumindest nicht vom ersten Album, vom zweiten auch nicht. Aber in Frankreich waren die so intellektuelle Stars der intellektuellen Szene. Möchtest du mal das erste Album Ja, von Soft ich Machine in die Kamera kann halten? gern mal diese erste Jimi Platte Hendrix zeigen. und Soft Machine, die hatten dasselbe Management. Das muss man wissen. Also ein tolles Cover, denn es ist nämlich hier auch beweglich. Es ist ein Shape. Also man kann diese Hier sieht man Rollen bewegen, das sind das Intro-Bild. Zahnräder. Hier ist auch, das ist ähnlich dem Led Zeppelin 3 Album. Hier gehalten, wo man diese Dinge bewegen kann. Ich will es nicht kaputt Ja, machen. Das will ich ewig alles, schade. alles in Ehren halten. Ja. Innen sieht so aus. Na, ich muss Das so rüber. Line-Up hier, jawohl. Ja, Hier haben wir den Keyboarder. Mach's noch mal kurz auf, Alter. Ups, so. So, jetzt sehen wir den. Du zeigst Der mal, ich sehe Keyboarder, nichts. Mike Rutledge. Ja, Rutledge. Red Dann Legend. haben wir hier den, wo ist mein Finger überhaupt? Achso, ich bin auf der falschen Seite. Nee, immer noch. Da drüben. In der Mitte ist Robert Wyatt und unten Kevin Ayers. Um mal den Leuten ein Gesicht zu geben. Und hinten Alles Seitenverkehrte. auf dem Backcover ein Foto, das heute nicht mehr ginge. Eine nackte Frau und davor sitzen die drei so als Gimmick reingesetzt. Das war die erste Soft Machine LP 1968. 68, genau. Und ich habe diese Platte durch einen Arbeitskollegen kennengelernt. Es muss so im zweiten Lehrjahr gewesen sein. Der war damals schon Angestellter, ich war im zweiten oder dritten Lehrjahr. Er hat uns mal eingeladen, einen Freund von mir, mal zu ihm zu kommen, mal Platten zu hören, weil er ein großer Fan war. Wir waren ja auch schon damals schon mit dabei, so mehr Hendrix und Led Zeppelin und Cream und so. Progressive Schiene. Und dann zieht der Max Hieser diese Platte raus. Keiner von uns hatte jemals von Soft Machine gehört. Es muss so 1969 gewesen sein. Und er spielte die uns vor und wir waren sofort begeistert. Und ich glaube, wir haben die ganze Nacht hier Platten gehört und Whisky getrunken und Bier und alles durcheinander. Dieses Hearing dauerte, glaube ich, bis 5 oder 6 in der Früh. Und wir haben mindestens 3 oder 4 Mal diese Soft Machine-Platte laufen lassen, weil wir von der nicht loskamen. Das war meine erste Begegnung mit Soft Machine und das war der Bacillus war sozusagen ausgelöst. Ja. Man kann ja grundsätzlich sagen, wenn wir jetzt über Soft Machine oder Caravan sprechen, sind es Musiken, die man dem Progressiven zuordnet. Das mit dem Canterbury, das wollen wir noch ein bisschen verschieben, um das ein bisschen spannend zu halten. Was deklarieren wir unter Canterbury? Vielleicht Ich habe zwei Merkmale schon genannt. eins wollte ich vielleicht noch dazu sagen, weil es nicht ganz uninteressant ist aus musikhistorischen Gründen. Also erstens mal, der Hendrix war unterwegs mit einer Band, die eigentlich kaum mehr jemand kennt, aber damals sollte die so eine neue Hoffnung für den psychedelischen Markt sein. Apparent. Die Irländer würden sagen, ihr apparent.
Na, versteht es hier bei uns keiner. Also Aire wie Irland Apparent, mit denen war er auf Tour. Das war auch so eine Hier Band, in die mit Europa, oder? die haben oft in seinen Tourneen als Vorband Ah, gespielt. okay. Und die Platte, die Soft Machine Platte, dieses Debüt, ist produziert worden von Jazz Chandler. Und Jazz Chandler kennt man ja, das war früher der Bassist der Animals. Das war der Mann, der Jimi Hendrix nach England gebracht Ja. hatte, ihn sozusagen da mehr oder weniger eingekleidet, Bandkollegen gesucht hat, In die Gesellschaft das eingeführt hat in London. die ganzen Management-Dinge erledigt hat für ihn, Aufenthaltsgenehmigung und. Also der war im Prinzip derjenige, der Jimi Hendrix eigentlich populär gemacht hat Ja. in England und dann in der ganzen Welt. Ja. Und auch ein guter Typ war. Ich habe ja schon mal ein kurzes Video gemacht über das Ankommen von Jimmy in London, eben mit Jess Chandler, der ihn geholt hat. Und dann ist er ja einem Manager in die Arme gefallen, der ihn ja nur noch ausgebeutet hat. Ein großes Drama. Ich weiß noch mal auf mein früheres Video, Bluesgruben, keine Ahnung, mit Jimmy. Zur Platte selbst, zur Musik von der Platte, zur ersten Soft Machine, die wird eher immer so bezeichnet als psychedelische Platte. Meine Einschätzung ist es nicht. Es sind natürlich so psychedelische Passagen dabei, wo Soundverfremdungen, Stimmverfremdungen und so, Fuzzbass manchmal drin. Aber ich würde die Platte eher in dem Umfeld von, sagen wir mal, Captain Beefheart oder Can oder Mothers of Invention verorten, weniger psychedelisch. Man sagt ja auch selten, dass Mothers of Invention psychedelisch sind. Also die haben so einen Schuss Dada immer dabei. Dada, also Da ist was. Dada Avantgarde. Und da sind die meines Erachtens besser verortet als in der psychedelischen Musik. Aber es kann natürlich jeder denken, was er will. Natürlich. Ich denke da auch was anderes, und zwar, ich sehe da schon psychedelische Ansätze, wenn ich es eben zum Beispiel auf Pink Floyd beziehe. Die haben übrigens auch durchaus zusammen gespielt im selben Club, im UFO, und es wurden auch Happenings. Also durchaus eine Band, die nicht nur Musik machte, sondern die auch, was weiß ich, Schaum in den Saal gepumpt haben, um ein Happening zu veranstalten. Oder Farben versprüht haben, und die Menschen im Publikum waren halt dann bunt. Also durchaus Happening und mit hohem Einverständnis natürlich des Publikums. Also natürlich unterscheidet sich das von Pink Floyd, aber so eine gewisse Ansätze von Psychedelik habe ich da durchaus rausgehört. Ja, die hatten im UFO, die spielten ja zusammen im UFO-Club in Ja. London und die hatten den gleichen Lichtkünstler beide und der hat bei beiden diese Lichtinstallationen gemacht. Die hatten sie im Übrigen auch bei der USA-Tour dabei und das kam natürlich bei dem Publikum sehr, sehr gut an. Ja, das war wie ein Trip sozusagen, eine Reise innerhalb des Konzerts, wo du an der Bühne gewaltige Farbenkleckse, die sich bewegen und zucken und fließen. Ein tolles Ereignis. Der Kevin Ayers sagte zum Beispiel mal später dann über diese USA-Tournee, er hat da kaum Erinnerungen an diese ganzen Gastspiele. Nachher war er meistens betrunken in irgendeinem Chelsea-Hotel und hing dann rum. Der war ziemlich oft also high oder eben auch besoffen. Und er erinnert sich, er lag dann am Boden im Hotel nach der Aufführung. Und Mike Radlett zum Beispiel hatte schon wieder ein Buch in der Hand und las irgendwas. Also er selber soll kaum Erinnerungen an diese USA-Tournee haben. Die muss also schon etwas chaotisch gewesen sein. Und da muss man sich auch nur überlegen. Und in der Zeit haben die dann auch noch diese Debüt-LP aufgenommen, gleichermaßen parallel zur Tournee, was das für ein Chaos und Durcheinander gewesen sein muss und für einen Stress und für Das eine nennt man Hektik. dann Psychedelik. Ja, da war die Psychedelik. Ja, gut, so viel zur ersten Soft Machine LP. Also das Line-Up hat sich dann schon gesplittet.
Haben wir ja schon mitbekommen, weil David Allen sein Visa nicht verlängert hatte. Und somit gab es zum zweiten Album schon wieder ein komplettes anderes, nicht komplett, aber es gab ein anderes Line-up. Verändert. Und das ist auch ein interessanter Punkt bei den Bands, die wir besprechen, dass die häufige Personalwechsel hatten. Oder dass eine Person aus diesem Line-up, wie wir es eben vorhin mit David Allen schon hatten, mit Gong, dass die plötzlich eine eigene Band gründen. Und diese Verwobenheit innerhalb der Bandgeschichten verschiedener Bands ist auch ein Synonym, das ich ein bisschen hervorheben will. Wir wollen ja dann noch mal eine Definition finden. Später, später. Natürlich später. Es ist schwierig. Das Personalkarussell ging eigentlich schon weiter oder ging erst so richtig los, Ja. schon bei der zweiten LP. Ich halte sie mal rein. Bisschen, ja, ein So, bisschen so. gerade noch. Sehr gut, jawohl. Haben wir auch wieder eine junge Frau. Nein, keine junge Frau, nur die drei Typen. Es sind. Ja, es ist wieder eine andere Besetzung. Zeig sie mal, da hinten sind sie ja drauf. Man sieht hier Jawohl, sehr gut. auf der rechten Seite von mir aus gesehen den neuen Mann. Also es war so, ich muss anders anfangen. Kevin Ayers ist so ein bisschen der Schönling der Band, so der Sonny Boy, hatte irgendwann bald keine große Lust mehr auf die Musik und hatte immer wieder Pläne, hatte eine spanische Freundin und mit der hatte er Pläne gemacht und er hat dann tatsächlich seinen Job hingeschmissen, hat seinen Bass verkauft und ist mit ihr ab nach, die einen sagen in Frankreich. Mallorca, die anderen sagen in eine andere spanische Stadt, ist egal, auf alle Fälle war er am Mittelmeer unterwegs, hat sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und Softmaschinen standen vor einem Problem. Wer soll jetzt künftig den Bass spielen? Und Kevin Ayers war ja auch einer, der sang. Und um ein bisschen diesen Fistelgesang von Wyatt auszugleichen, hat der Ayers eine sehr schöne, dunkle, tiefe Baritonstimme. Fiel weg, Bass war auch weg. Den Bass hat er also verkauft. Und dann hat man sich daran erinnert, hey, da war doch jemand mal da, ein Roadie, der konnte Bass spielen und den haben sie dann tatsächlich genommen. Und dieser Bassspieler war Hoppa. Hugh, muss man sagen, Hugh. Hugh Hopper. Das ist hier, er hier. Ehemaliger Roadie der Band. Ja, er hier. Mit der dicken Schnurre. Ja. Mit dem Walrossbart. Und der hat sich dann als großer Gewinn für Soft Machine entpuppt, konnte halt nicht singen, war kein Problem. Der Robert Wyatt hat halt weitergesungen und es kam dann diese Volume 2, diese zweite Platte raus und die war ein Stück, nochmal würde ich sagen, intellektueller, weil du immer nach diesem Begriff fragst. Ja. Die war sehr. Eher würde ich sagen, eher schon ein bisschen psychedelisch, sehr viel Soundverfremdungen und ja, immer auch ein bisschen so Avantgarde auch dabei. Also die Platte Ja. ist sehr schwer zu beschreiben, weil es ist weder reine Psychedelik noch ist es irgendwie Dada oder Richtung Zappa oder Beefheart. Aber Die muss man einfach Keyboard-lastig, hören. ne? Also das Ja, muss man wissen, dass auch Soft Machine, jazzige Improvisationen ja. schon mehr als auf der ersten Platte. Und ja, halt eben, wie wir gesehen haben, Trio-Besetzung. Also so ein Trio macht ganz schön Dampf. Und ja, die Platte gilt heute bei den Soft Machine-Fans, habe ich mir sagen lassen, mit als die beste Soft Machine-Platte. Okay. Da kann man natürlich, wie bei vielen anderen, auch geteilter Meinung sein. Ich halte andere für besser. Aber die ist zumindest schon mal ein Fortschritt gewesen zur ersten Platte, obwohl mir die auch sehr gut gefallen hat. Und ja. Robert Wyatt übrigens, der ja Schlagzeug gelernt hat, in dem Haus, wo die Familie gelebt hat, sind ja Musiker aus- und eingegangen. Es war ja nicht nur David Allen. Da war auch ein Schlagzeuger aus USA. Nielsen weiß ich nur noch so ungefähr den Namen, der dem Robert das Schlagzeugspielen beigebracht hat als junger Kerl.
Und dann war Robert Wyatt ein singender Schlagzeuger. Das war schon eher eine ungewöhnliche Sache zu der Zeit. Und wir sprechen hier von 69. Ja, ich halte noch mal dieses Cover rein, weil man sieht schon auch, wenn man sich das genau betrachtet, da ist schon ein bisschen Dadaismus auch dabei. Kunst, die Kunstszene lässt grüßen. Sehr gut, Das ist ein jawohl. Kunstobjekt, dieses Cover. Und was ich vergessen habe zu sagen, zu erwähnen: Soft Machine war ja nach der ersten Platte, haben die ja sich wieder aufgelöst. Das darf man ja nicht vergessen. Die gab es nicht mehr. Und dann hat ein halbes Jahr später ein Vertreter von der Firma Probe Records, das war die Ich Plattenfirma, schreibe bei Routledge angerufen, ob die nicht wieder die Band reformieren wollten. Und der Routledge war natürlich sofort begeistert dabei. Allen war weg vom Fenster, der kam nicht in Frage. Aber auch Hopper, den sie dann geholt haben, stand zur Verfügung. Und so kam es dazu. Man hat dann auch die erste Platte wieder veröffentlicht, also nicht wieder, sie hat erstmals in England veröffentlicht. Und man hat sich jetzt dann mit dieser neuen Psychedelic-Szene, da die da in England auch sich etablierte, gedacht, damit da kann könnte man man auch jetzt Verkaufszahlen reüssieren, hochschreiben. genau. Und dann kam es tatsächlich zur Reformierung von Soft Machine. Man wollte diese Platte machen, so war die Absprache, aber danach wieder auseinandergehen. Es kam dann ganz anders, aber der Plan war erst, okay, wir haben einen Plattenvertrag noch, den müssen wir erfüllen. Der ging über zwei Platten und dann gehen wir auseinander. Ja, das hier zur Also der Volume 2. Volume 2, Ja. ja, der Sound war ja durchaus revolutionär. Es war ja kein herkömmlicher Jazz, sondern es war auch von der Instrumentierung her schon mal anders angelegt. Und dann so also junge Kerle. Und das zog auch entsprechendes Publikum an. Also es war kein großes Publikum, aber es war ein spezielles Publikum, das diesen Bands die Treue hielt. Und es waren auch irre Typen. Also Soft Machine, Mike Rutledge, war mit Marsha Hunt zusammen, mal so nebenbei erwähnt. Also eine richtig tolle Frau. Also ein Kerl, der großes Ansehen auch in der Frauenwelt fand, der auch so eine kleine eckige Brille trug, die ihm dann schon ein markantes Aussehen gab. Wir werden das dann auf irgendeinem Cover später nochmal Ja. sehen. Ja, er war so der Inbegriff des Intellektuellen vom Aussehen her. Aber ein Block, ne? Lange Haare. Ja, aber immer diese dunkle Sonnenbrille und es war so der Student oder der Magister der Band irgendwie so. Ja, Er also. hat ja auch studiert in Kent oder wo es war, weiß ich genau, und kam über das Studium ja auch in die Szene. So sind die auch zusammengekommen. Die haben sich in der Schule kennengelernt. Also Robert Wyatt und Mick Rutledge. Also die sind nicht gecastet worden, sondern die haben sich Nein. selber getroffen und haben die ND entwickelt. Und es gibt ja noch weitere Alben von Soft Machine. Stimmt's, Walter? Ja, ich komme zu, ja, vielleicht noch einen Satz vorher. Eins der ganz wesentlichen Merkmale, nicht nur von Soft Machine, sondern von vielen Canterbury Bands, ist Was ist eine. mit Canterbury Band? Da kommen wir später drauf. Okay. Aber eins dieser ganz wesentlichen, auffälligen Merkmale ist diese seltsam klingende Orgel. Und diese seltsam klingende Orgel bei Soft Machine, Ja. andere Bands haben das dann übernommen, zum Teil. Dieser seltsame Klang kommt daher, dass sich Routledge nicht entschließen konnte, sich eine anständige Orgel zu kaufen, eine Hammond B3, die war viel zu teuer. Und so hat man sich dann entschlossen, eine Lowry Deluxe zu kaufen, die war deutlich billiger. Aber diese Orgel hatte ein großes Manko. Wenn die Band sehr laut spielte und Soft Machine spielten extrem laut, also mit übersteuertem Bass, mit auch sehr lautem Schlagzeug, dann
fing diese Orgel zu scheppern an und schepperte immer lauter. Und es war dann so, je lauter der Sound war, je lauter der Klang, desto mehr vibrierte das Ganze. Und Rutledge musste dann, um nicht ein totales Rumton oder über Brummton zu haben, der alles Töne zerstört, außer musste Kontrolle. er die Finger, beide Finger auf den Tasten lassen. Der durfte die Finger nicht wegnehmen, sonst wäre sofort der ganze Sound völlig explodiert. Und dieses Merkmal dieser wimmernden Orgel, die manche bezeichnet haben wie so Wespen im Ohr, andere sagen ein räudiger Orgelton oder so, stimmt alles irgendwo. Die Orgel klingt immer so, als wenn sie gerade so am Abkacken ist, also die letzten Töne gerade noch bringt. Also dieser ganz spezielle, ich sage nur, räudige Orgelton war dann ein wesentliches Merkmal von Soft Machine, Okay. und andere Bands haben das nachgeahmt. Haben sich auch eine Und billige Orgel im gekauft. Endeffekt war es so, wenn man es jetzt mal soziologisch betrachtet, wurde aus einem Mangel der technischen Geräte ein konstitutives Merkmal dieses Sounds. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also weil man nicht genug Geld für eine ordentliche Orgel hatte, kam dieser wimmernde Sound zustande. Also der Rutledge war nicht unbedingt immer zu beneiden mit der Handhabung dieses ganz speziellen Ja. Art des Orgelspiels. Aber es ist ja seine Art dann auch ein Alleinstellungsmerkmal und insomit gewinnt man dann Profil. Das ist nicht das einzige Beispiel, wo wir mit günstigen Instrumenten dann spezielle Sounds erfinden. Ne? Also das gibt's wiederholt. Aber interessant ist es, dass es für diese Bands, auf die wir vielleicht noch kommen werden, auf die eine oder andere, auch zu einem charakteristischen Merkmal ihrer Musik wurde. Ja, absolut. Wir sind im Jahr, das zweite Album 1969. Wir wären eigentlich jetzt 70 rum, Mit ja? 70 sind wir schon. Ja. Da bin ich jetzt schon mit Land, Grey and Pink, bin ich schon bei Du 71. bist voraus. Ja, also dann hast du jetzt Nachholbedarf. Okay, dann komme ich zu einem etwas schwierigen Thema, und zwar schwierig deswegen, weil dieses Doppelalbum von Soft Machine Third einfach genannt, also die dritte, ja, für viele Leute scheinbar damals die große klassische Platte von Soft Machine war das. Das Opus Magnum der Band, wie manche geschrieben haben. Und was mich beim Anhören oder beim früheren Durchhören immer wieder gestört hat, ist, wenn man diese Rezensionen über diese Platte las. Überall, es fängt einer an, dass das die beste Platte ist, dass es die einzige ist, die wirklich zählt. Oder jemand schrieb mal, Eclipse schrieb mal, nach dieser Platte wurde das Niveau der Soft Machine nie wieder erreicht von Third. Was natürlich für meine Begriffe absoluter Quatsch ist. Es ist so, dass es sind nur vier Stücke drauf, Ja. jeweils auf einer Ist es ein Seite ein Doppelalbum? durchgehendes Doppelalbum? Doppelalbum. Ja, hier sieht man es sehr schön. Hier schau dir mal den Die Mike Band. Rutledge an, der da auf dem Sofa Ja, liegt. Ist ja. das nicht ein Kerl mit seiner Brille? Absolut lässig. Ja. Ich verstehe, Marsha. Ja. Ich kann sie nach durchaus verstehen. Also ab dem Zeitpunkt spätestens, würde ich sagen, war Soft Machine eine Kultband. Und erstaunlicherweise war diese Platte erfolgreich kommerziell. Sie landete in England auf Platz 19 der Albumcharts. Wow. Unglaublich. Ja, für so einen Sound. Aber das war auch weit und breit die einzige. Das kann man nur mit Zeitgeist erklären, weil es gab dann später, finde ich, technisch bessere Platten und auch in kommerzieller Hinsicht, also hörbarere, die überhaupt nicht verkauft Also es gibt hier eine Seite, wurden. auf der singt Robert Wyatt. Ich habe mir die Platte auch in Vorbereitung auf das Video angehört, alle vier Seiten. Also die, wo der Robert singt,
Die habe ich dann wirklich, ich habe geskippt, weil ich habe es dann nicht mehr ausgehalten. Das war so ein schräger Gesang. Das war wirklich Dadaismus pur. Die anderen Stücke, sehr getragen von dem Orgelspiel von Mike. Und dann ertönt plötzlich ein Flötensolo. Ein ganz sanfter Orgelklang, aus der sich heraus eine Flöte erhebt, die dann ein tolles Solo über Minuten spielt. Also wirklich ein glasklarer Song, der im Slow-Bereich sich hält, ne? Also der nie aufbraust, aber trotzdem eine tolle Atmosphäre, einen tollen Klang schafft. Das war Lynn Dobson und der war, also das war ein kunstbegabter Mensch, ein sehr ausgeflippter und bei späteren Konzerten ist er aufgefallen durch seine Rumtänzeleien, die der Band gehörig auf den Wecker gingen und haben sie ihn auch rausgeschmissen. Also bei Third muss man sagen, es war so, sie waren ja jetzt ein Quartett. Es war Elton Dean am Saxophon dabei, auch ein großer Gewinn für Soft Machine. Wie gesagt, auch Hugh Hopper hat also die Band bereichert, auch ganz, ganz klar. Jetzt hatten die wirklich zwei tolle Instrumentalisten in der Band und es passierte sowas wie ein schleichender Erosionsprozess in der Band. Elton Dean war kaum in der Band, da missfiel ihm das Schlagzeugspiel von Robert Wyatt und noch mehr missfiel ihm, aber auch anderen, dieser Fistelgesang, dieser hohe Gesang von ihm. Da bin ich ganz Da bei kann Mr. man, Dean. denke ich, sofort verbinden. Es gibt sehr schöne Momente auf der ersten LP, wo er wirklich schön auch singt. Das gefällt mir gut. Hier übertreibt es einfach und deswegen gab es auch nur noch einen Titel auf der Third, nämlich Moon in June, wo er singen durfte. Den hat er auch selber Den komponiert, hat er ne? selber, das war seine Nummer Komponiert und die sprechen wir. anderen drei haben sich dementsprechend zurückgehalten, demonstrativ, sagen manche. Und es war auch das letzte Mal, dass Robert Wyatt singen durfte. Also er war immer mehr in der Kritik, erstens wegen Gesang, zweitens sein Schlagzeugspiel kam nicht mehr an. Er sagt, Dean sagte, mit dem kommt er nicht zurecht, was er da zusammenspielt. Und die Kritik an ihm wurde lauter. Aber Third ist trotzdem sowas wie eine Art Meilenstein-LP von Soft Machine im Ansehen vieler geworden. In meiner nicht. Ich finde es eine gute Platte und die hat Saiten oder Passagen drauf. Da kannst du aus dem Fenster springen. Ja? Das ist furchtbar. Und deswegen kann ich wirklich nicht sagen, dass das ein Meisterwerk sein soll, ein Meilenstein sein soll, wie es oft bezeichnet wird. Ich meine, man hört sich ja auch nicht von Captain Beefheart Trout Musk Replies in einem Stück an, obwohl jeder sagt, dass das ein Meilenstein ist. Das ist für mich eine verlogene Geschichte. Keiner mag die Platte, aber überall heißt es, es ist ein Meilenstein. Und Third ist zum Teil gut und zum Teil einfach furchtbar. Ja, es sind halt tolle Instrumentalisten dazugekommen. Das muss man einfach sagen, ne? Weil Lynn Dobson, der Flötist, ist einfach überragend in dieser Ausführlichkeit auch, wie die Band es zugelassen hat, dass da diese Improvisationen gezeigt werden. Und auch der Saxophonist, glaube ich, ist das, ne? Der, wie heißt der Dean mit Elton Vornamen? Dean, ja, Elton Dean? habe ich ja erwähnt vorhin. Ja, auch hier wirklich wieder ausgeprägte Solos, die in sich so flüssig und so einfach in geschwungener Form einfach immer wieder tolle Melodien finden. Und Diese das macht den Ruf aus. Bläsersektion, es waren ja vier insgesamt, kamen über Keith Tippett zu ihm und mir war lange Zeit nicht klar, gehören die zur Band, gehören sie nicht zur Band. Sie waren auch schon mal ein halbes Jahr vorher dabei, stiegen dann wieder aus und auf der Third erscheinen sie auf einmal wieder. Also so wie das Line-up hier beschrieben ist, gehören sie zur Band, aber sie waren nicht allzu lang dabei. Und schon bei der nächsten Platte, bei der vierten, waren sie wieder weg. Aber sie geben ein sehr schönes, volles Bild natürlich mit dieser Brass-Section. Und das hat durchaus gepasst, aber die waren natürlich auf Dauer zu teuer. Soft Machine waren auf einmal sowas wie eine Big Band.
Und ja, in so eine Ja, dann Big bist du Ben, unbeweglich, dann in der kannst du Big kaum Ben aufs musst du Tour dir gehen, erstmal ne? Du musst leisten da, können. ja, genau. Genau. Vielleicht war es ja auch eher so als Gast. Produkt gedacht, dass man eben zu diesem Grund-Line-Up nochmal professionelle Musiker dazu nimmt. Man profitiert ja dann auch als Ja. Band von solchen Leuten. Es hieß dann immer, bevor du zu deiner Caravan kommst, dass diese Third Doppel-LP eine wegweisende Funktion im Jazzrock oder was hatte. Ausgelöst auf andere Bands, Ja, auf neue Bands vielleicht und auch. da muss ich sagen, also es wird auch immer wieder verwiesen auf die oft verwiesen wird, auch von anderen Bands. Also sie soll so in der Tradition von dieser Platte hier stehen. Butcher's Brew von Miles Davis mit diesem fantastischen Cover. Kann man nicht oft genug zeigen. Es ist übrigens der gleiche Künstler, der auch Abraxas-Cover gezeichnet hat. Von Santana. Ja, also Bitches Brew soll irgendwie, er kam fast zeitgleich raus. Also so das eine im März, das andere, glaube ich, im April. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese wegweisende Funktion sehe ich nicht, weil es eben viele Bands gab, die schon vor der dritten Softmaschinenplatte diese Art von Musik gespielt haben und zum Teil noch radikaler. Also ich kann da bloß mehr auf eine Band verweisen. So, Tony Williams Lifetime, die waren für mich so die extremste Jazz-Rock-Band, wobei hier Jazz-Rock, also muss er in Klammer setzen, diese Leute kamen alle vom Jazz und waren noch ein Stück radikaler wie Soft Machine. Und die Platte kam vorher raus. Und das gleiche gilt für die Jack Bruce Free Jazz LP. Weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Things We Like oder so ähnlich. Things We Like. Ja. Ja. Und die war auch deutlich früher. Also wegweisend ist immer so relativ. Ne? Also wenn andere Platten vorher rauskamen, ob dann Third wegweisend war, aber lassen wir das. Über diese Platte ist so viel geschrieben worden und man hört immer wieder die gleichen Sprüche. Einer wiederholt den anderen, anstatt dass sich die Leute mal die Platte wirklich selber genau anhören. Und dann denke ich, kämen sie, wie wir beide auch, darauf, dass sie ja in Teilen sehr gut ist, aber auch schreckliche Teile aufweist. Ja. Und dann würde ich sagen, lassen wir es mal bis dann bewenden. Wir sind im Jahr Ja, 70. 70, 1970 im Frühjahr sind wir, Dann ja, komme ich genau. gerne nochmal auf meine Ersterfahrung mit Caravan zurück in the Land of Grey and Pink. Das Line-up haben wir schon erwähnt. Das sind die Verwandten Sinclairs, Richard und David. Dann der Schlagzeuger Richard Coughlin und Pye Hastings, der Gitarre und auch Bass spielte und sang. Aber worauf ich hinaus wollte, ist der Produzent der Band dieses Albums ist ein klasse Typ, ein klasse Mann im Genre allgemein. Ich muss es abgucken, weil es sind so viele. Er hat produziert Amen Corner, Aardvark, East of Eden, Walrus, Black Cat Bones, Caravan, Fuchsia, Nazareth, Satisfaction, Genesis, die Foxtrot, Mellow Candle, dann ein weiteres Album von Caravan. Also ein ganz großer, der sich dieser Band angenommen hat und natürlich dann auch für ein tolles Standing gesorgt hat, der das kunstvolle Cover dann veranlasst hat und ein tolles Fold-Out. Ich habe ja schon mal hingewiesen, dass dieser Spaziergang für Caravan ein Sinnbild geworden ist. Man kann durch den Sound spazieren gehen. 71 in the Land of Grey and Pink. Und die Kunst kann ich jetzt leider immer noch nicht schnell rausfinden. Das ist eine bekannte Künstlerin, die hier so ein tolles Cover gestaltet hat. Ich habe hier auch ein tolles Cover. Das hätte ich fast vergessen vorhin. Und ich muss da wirklich sagen, bin stolz drauf, diese Platte zu haben, weil von Caravan findet man wenig Singles. Wirklich schwer zu finden. Ja. Ich habe diese, ausgerechnet diese Hello, Hello,
was dieses tolle Stück auf der zweiten LP ist als Single. Ich halte sie mal rein. Also Ja. man sieht hier auf dem auf der Rückseite, dass es auf der If I Could Do It Again LP ist, ausgekoppelt. Und das ist hier diese spezielle Nummer, die so ins Ohr geht und die in den Studentenkreisen Englands, in den Camps, so richtig so der große Renner war. Mhm. Hello, Hello ist auch wirklich ein Ohrwurm. Ja. Und das war das auch, was mich so an dieser Band fasziniert hatte. Dieses Leichtgewichtige, auch dieser schöne Gesang und diese wunderbare Orgel. Sehr gut. Schöner Gesang, sagt Walter. Ich sehe es ein bisschen anders, weil ich brauche eigentlich den Körper beim Sänger dazu. Die Seele, den Körper. Und hier klingt es wirklich wie Schöngeist. Gewollt, leicht, Versuch, eine Melodie zu finden, die einen so ein bisschen wegträgt, vielleicht sogar hitträchtig ist. Ist ja nicht so, dass die Bands nicht interessiert waren, weder Soft Machine noch Caravan, dass sie hier nicht groß abräumen. Aber es blieb eigentlich schon bei dem intellektuellen Zuspruch der Fans, der Zuschauer. Das ist meine Auffassung davon. Ich war jetzt nicht so besonders intellektuell. Ich bin ja da auch besonders dazugekommen, weil eben das so ein bisschen wie Pink Floyd klang. Eine Frage oder eine Anmerkung noch zu, weil du vorher Pye Hastings erwähnt hast. Pye Hastings war ja irgendwann mal eher so, schlüpfte so in die Bossrolle nach der dritten, vierten LP. Yeah. Und weißt du, dass der Pye Hastings einen Bruder hat? Also ich weiß von einem Neffen. Jimmy Hastings. Ja, doch. Jimmy Hastings, ja. 11 Jahre älter wie er. Und der taucht wo auf? Immer wieder auf Softmaschinenplatten. Ja. Nicht als festes Mitglied, sondern als Begleiter. Hat er auch Flöte gespielt? Ja, sagt er. War ein Flötist, ne? Das war ein Musiklehrer, der hat dann später Orchester dirigiert. Mhm. Also ein ganz, ganz versierter Musikdirektor, der zu der Zeit bei mehreren Platten von Softmaschinen immer wieder mal auftaucht. Ja, als Flötist oder Saxophonist Jimmy Hastings. Ja. Das wusste ich schon, ja. Aber gut, dass du es präsentiert hast. 71, gehen wir ein Jahr weiter oder ist die Soft Machine 4? Wir können gern zur vierten gehen, das ist die hier. Das ist auch 71, ne? 71, ein tolles Cover. Vorderseite und Rückseite. Mein Obertyp Mick Ragledge. Jeweils ein Duo abgebildet. Hier vorne, Robert Wyatt. Ja, Robert Wyatt und Mike Ragledge auf der Vorderseite. Ja. Und Dean und Hopper auf der Rückseite. Also der mit der Brille ist der Bassist der Band. Das genau. Ist Luke Hopper. Und der andere ist der neu aufgetauchte Elton Dean. Der nicht so begeistert war von Robert Wyatts Schlagzeug. Ganz genau. Und dieses ist die vierte LP 1971, wir sagten es bereits. Und hier gibt es einen für mich deutlich erkennbaren Schwenk zum Jazz. Also insbesondere auf dem ersten Stück, Tief, Zähne, ja, klingt schon sehr stark nach Miles Davis auch. Und zwar nach dessen Pianist auf dieser Bitches Brew Doppel-LP, die so überall so die wegweisende Jazzrock-LP überhaupt war und den Jazzrock eingeleitet hat. Diese Nummer Tees klingt sehr stark nach dem Miles Davis Pianisten damals, Chick Corea. Chick Corea, genau. Ja. Und wenn man es nicht wüsste, könnte man das auch als Miles Davis Nummer durchgehen lassen. Okay. Und auf der zweite Titel, auch interessant, klingt für mich das Saxophon sehr stark nach Dick Hextall-Smith von Colosseum. Okay. Also auch so ein sehr, sehr so romantischer, weicher Saxophonklang. Und dann setzt diese markante Bienen im Ohr Orgel von Mike Ragledge ein. Die Billig-Orgel. Ja.
Und dann gibt es noch ein letztes Stück Fletcher's Blemish, das ist sehr, sehr kurz. Und dann geht es richtig in die Vollen, eine kleine Fliches-Orgie am Schluss, macht dann die erste Seite komplett. Die zweite Seite ist ein einziges Stück mit vier Parts, in vier Parts untergliedert, virtually Part 1 bis 4. Und das hat für mich also sehr, sehr, sehr klingt für mich sehr seriös und sehr, du würdest wieder sagen, intellektuell. Wirklich eine tolle Nummer, die über die ganze Seite 2 geht. Und da haben sie große, so großflächige Keyboard-Tupfer drauf und manchmal wird es fast meditativ, man meint, man befindet sich irgendwo im Eno-Mysterium, ja, Brian Eno. Und ja, so diese Soundscapes, die der damals angefangen hat zu malen oder Zu zu spielen, spielen, ja. malerisch Ja. gespielt. Also ich muss sagen, ich habe mir die jetzt in der Vorbereitung für das Video nicht mehr Der angehört. Jimmy Hastings ist auch wieder dabei, Ah, ja. okay. Also es ist diese Muss ich Platte, nachholen? ja, macht es. Der spielt nicht bloß Flöte, sondern Bassklarinette auch. Sehr, ist für mich sehr angenehm, sehr angenehmer Ton immer. Ich mag so tiefe Alto oder Bassklarinetten. Die gibt es viel zu selten, finde ich, in der Musik. In der Brass-Fraktion ist wieder dabei Mark Jerrick und Nick Evans und auch der Alan Skidmore ist übrigens dabei, der schon mal früher bei Alexis Corner in der Rhythm and Ist Blues ja nicht Band auch war. Juicy Lucy? Alan Skidmore? Kommt mir jetzt, gucken wir mal doch nach. Mm, Juicy Lucy ist ja. ja eigentlich eher eine Bluesrock-Band, aber die haben Ja, einen Bläser Alan dabei. Skidmore ist ein sehr berühmter Saxophonist in Also hat er England gewesen. mehrere Ja, Bands gespielt ja. wahrscheinlich und wenn dann als Gastmusiker unter Mir Umständen fällt auch. jetzt leider keine, außer Alexis Corner, keine ein, wo er mit Jack Bruce und Ginger Baker war, auch da war ja auch dabei als loses Ach so, Mitglied. als junger Typ schon, Ja, so Mitte der 60er. vom Corner auf die Bühne gebeten Ja, wurde, du, James zeig mal, was du kannst. Graham Bond Organization, so, da hat er öfters Okay. mitgespielt. Also wie dem auch sei, das ist für mich insgesamt eine sehr, sehr abgeklärte, ambitionierte Langspielplatte. Also da Und ist dann quasi das Faktum Rock, wenn wir von Jazz Rock bisher ja, gesprochen haben, ist dieses Faktum Rock hier mehr oder weniger verschwunden und zurückgenommen, zurückgenommen. Nicht verschwunden, aber zurückgenommen. ja. Und was markant ist auch, ist der Elton Dean spielt immer mehr eine große Rolle bei der Band. Oh Gott, der arme Ja, Robert. und ich hatte es ja vorher schon erwähnt, der arme Robert. Da gibt es so ein Märchen mit dem armen Robert. Also der arme Robert, der durfte nicht mehr singen und es hat ihn zunehmend verdrossen. Und es war dann auch, ich nehme es mal vorweg, die letzte Platte, wo er dabei war. Also er hat nicht mehr gesungen und danach war irgendwie Sense. Und es war wirklich so, dass Elton Dean der Böse war, der gesagt hat, ich komme mit ihm nicht mehr klar, wie der Schlagzeug spielt und der Gesang geht mir auf den Zeiger. Und es wurde wirklich Robert Wyatt aus seiner eigenen Band gedrängt, weil auch ein paar andere gesagt haben, naja, du mit deinem Gesang und so. Ein hartes Schicksal. Und das war noch nicht alles. Er hatte auch die ganzen Instrumente, die Anlage, die er ja auch teilweise mitbezahlt hatte, die hat keinen Cent, sagt man Pfund, kein Pfund irgendwie Ablöse oder was gekriegt. Er war auch draußen und der war dann so zerstritten mit der Band, dass er sich einfach auch nicht mehr gemeldet hat. Und du brauchst Robert Wyatt, er lebt ja noch, du brauchst Robert Wyatt nicht mehr auf Softmaschinen Software ansprechen ansprechen. seit der Zeit. Das haben mehrere Journalisten versucht, die also sich eine deutliche Abfuhr von ihm eingeholt haben. Und es ist auch verständlich, weil da war wirklich Polen offen. Also so jemand als Gründungsmitglied einfach abzuservieren, das hat einen unglaublichen Groll in ihm ausgelöst und auch, ja, er hat dann auch zu trinken angefangen und es gibt ja dann einen schlimmen Ausgang dieser ganzen Ja, Situation, auf die kommen wir da vielleicht kommen noch wir zu noch, ja. sprechen. Ist natürlich für uns als Musikliebhaber, die ja die Musik schätzen,
und lieben, aber auch die Musiker, die die Musik erstellen, die die spielen, haben wir ins Herz geschlossen. Und insofern ist so ein Schicksal schon immer noch von schlimmer Bedeutung. Das haben wir eigentlich auch nicht wirklich gern. Ähnlich, aber natürlich von einer ganz anderen Musikgattung her gesehenes Beispiel ist ja Brian Jones bei den Rolling Stones. Genau. Das haben wir auch nicht geliebt. Auch Und es ist auch da der Gründer extrem, der Band, der rausgeschmissen genau, wurde, ja. der Gründer der Band, der immer auch die Highlights in den Songs gesetzt hat, wurde aus seiner eigenen Band geschmissen. Und dann ist es ja auch schlimm mit ihm geendet, wie er dann wahrscheinlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss in seinem eigenen Pool ertrunken ist. Und damit die Zusammenarbeit mit Steve Marriott nicht zustande kam, weil die beiden hatten was im Schilde geführt, wollten was zusammen machen, hat aber dann nicht geklappt. Das nur am Rande. Also ist es schon ein hartes Schicksal, wenn man aus seiner eigenen Band rausgeschmissen wird. Aber der Witz an dem Ganzen ist, dieser Rauswurf, der war lange Zeit vielen Leuten nicht bekannt. Du kannst Standardwerke lesen, kreuz und quer. Es steht immer dabei, Robert White verließ die Band aus irgendwelchen Gründen. Ja. Es steht nirgends und ganz selten vermerkt, dass er rausgeschmissen wurde. Ich habe das in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung vor ein paar Jahren erstmals gelesen. Und dann habe ich ein paar andere Quellen gefunden, die das bestätigt haben. In den Rocklexika durch die Bank immer, er ist rausgegangen aus irgendwelchen, weil eben die. Einer hat mal geschrieben, oh Gott, einer hat mal geschrieben, er ist rausgegangen aus Soft Machine, weil ihm die Musik zu jazzig wurde. Robert Wyatt wurde die Musik zu jazzig. Das muss man sich auf der Das Zunge war ja zergehen lassen. der extreme Er. Experimente Die großen provoziert hat. Vorbilder mit John Coltrane, Ja. mit Charles Mingus waren seine großen Vorbilder oder auch Miles Davis und viele andere. Und dem soll die Musik zu jazzig Das gewesen. Also Argument zählt Humbug, gar nicht. einfach Humbug. Das zählt gar Die nicht. Leute plappern einfach irgendwas nach. Und ganz, ich habe neulich mal eine Sendung vom Erwin gesehen, Across the Borderline. Ja, Und der sagt, Erwin. Hi. Erwin sagte, das mit den Musikkritiken kannst du eh vergessen. Ein wahres Wort, wirklich. Gerade wenn man diese ganzen Rezensionen liest aus allen möglichen Zeitungen der 70er, 80er Jahre, Ja. aber auch was Neueres dazu geschrieben wird, also Abstand von 40, 50 Jahren, immer der gleiche Quatsch nacherzählt. Immer wieder das Gleiche. Ja. Und es sind bestimmte Vorurteile oder bestimmte Urteile werden dann verfestigt und werden weitergereicht an die nächste Generation. Und dann ist es immer noch die beste Platte aller Zeiten. Und Robert White ist Es immer gibt ja noch gar aus nicht. musikalischen Gründen, weil zu viel Jazz drin war, gegangen und so ähnlichen Quatsch. Zur Beruhigung unserer Gemüter Ja. können wir sagen, dass Robert Wyatt weiterhin Musik gemacht hat. Er hat Ja. zwar dann schon einen Schicksalsschlag erlebt, da wird Walter später noch was dazu sagen, aber ich glaube, 1973 kam dann schon sein erstes Soloalbum raus. Und dann Rock Bottom, das war 1974, das wird ja dann auch als großes Album von ihm angesehen. Also als ein Werk ohne Ja, Soft Machine. also er hat unmittelbar nach dem Rauswurf hat er Matching Mole gegründet, ein Ableger von Soft Machine. Auf den kommen wir vielleicht später zu sprechen. Ja. Das ist bloß mal so als Hinweis. Gegen Ende wollen wir sowieso noch einige Bands vorstellen, die in dieser Zeit auch gewirkt haben und vielleicht vergleichbar Musik gemacht haben. Wir wollen immer noch nicht sagen, dass es einen Canterbury Sound gibt, weil das stelle ich persönlich in Frage. Walter, ich übernehme mal das Jahr 1972 und starte mit Caravan Waterloo Lily. Und hier gab es eine große Veränderung im Line-up. David Sinclair hat die Band verlassen, das war der Keyboarder, und dafür kam Steve Miller, ein anderer Keyboarder. Und sie haben sich im Sound erheblich verändert. Sie sind
kräftiger geworden. Sie haben mehr zupackende Songs, die sie spielen und auch mal eine Gitarre, die dann mal ein kurzes Solo spielt. Also zupackende Songs, die kräftig gespielt sind und einen Touch mehr Rock, weg von diesem verwobenen, mystischen, verklärten Sounds, die Caravan bisher gemacht haben, sondern tatsächlich zu mehr Rock. Das war dann auch meine Schiene und dann habe ich mir auch das Nachfolgealbum gekauft. Wir haben hier Waterloo Lily von 72. Was ich hier noch sagen möchte, natürlich werden wir in der Nachbearbeitung den einen oder anderen Soundschnipsel installieren. Wenn Ich man uns hoffe, lässt, ja. genau, ich hoffe, dass wir da eben dann kein Problem mit den Urheberrechten bekommen. Wir werden uns aber bemühen. Also 72 Waterloo Celine, ein Rockalbum von Caravan. David Sinclair, der da wegging, wo du sagtest, der ging weg. Ja. Wo ging der hin? Der ging entweder zu Magic Mole oder zu Soft Machine. Er ging zum Matching Der Mole. ging zu Genau. Magic Mole. Und da sieht man wieder diese Verflechtung dieser Canterbury-Szene der Bands ineinander. Es gibt kaum eine musikalische Szene, die ich kenne, die so eng verflochten ist wie die von Canterbury. Und das ist auch, jetzt sind wir bei einem zweiten Charakteristikum dieser Canterbury Music, wenn man sie so definieren will. Diese ganz enge Verflechtungen, dieser stetige Austausch, diese Fluktuation von Musikern ineinander, Bin miteinander. ich ganz bei dir, das sehe ich auch als ein wesentliches Merkmal. Wenn man von einer Canterbury-Szene spricht, dann ist das ein Merkmal, dass einzelne Musiker in Bands, die diesen Sound schon spielen, jazzig, rockig oder psychedelisch, und dann wechseln die Mitglieder so durch, dann spielt der bei denen und oder der bildet eine neue Band und dann ist es wieder in dem Rahmen zu sehen. Das ist nicht örtlich begründet. Gar nicht. Es ist sowieso, das muss ich immer an den Tag legen, dieser Begriff Canterbury Sound oder Canterbury Szene ist eigentlich schon nach dem Höhepunkt dieser Musiken, dieser Bands entstanden. Ich habe hier ein kleines Büchlein, das ich hier gerne mal präsentieren will, mit Plattenkritiken des Musikmagazins Sounds 66 bis 77 und sind verschiedene Rezensionen von Bands, die wir hier gerade besprechen, wohlwollend. Und in keinem dieser Rezensionen, wie gesagt, es geht bis 1977, wurde das Wort Canterbury-Szene oder Canterbury-Sound genannt. Also, es ist ähnlich wie beim Krautrock, wo dieser Begriff erst später für eine Schublade erfunden wurde, um vielleicht auch als Magnet zu wirken, dass man hier eine Schublade hat, die schon einen Fanblock hat, und um diesen zu erweitern, man den Begriff anwendet an Bands oder eben an Formationen, die dem nahe kommen oder vielleicht ein bisschen in dieses Genre hineinpasst. Sag Also mal. bis 77 gab es den Begriff Canterbury-Szene oder Sound definitiv Und nicht. da hat er was mit dem Krautrock gemeinsam. Ja. Krautrock gab es auch zu der Zeit nicht, wo die Krautrock-Bands entstanden sind, Genau, sondern meine fünf, sechs Meinung. Jahre später. Also in der Soziologie würde man sagen, so ein Ex-Post-Faktum, was da angewendet wird, also eine im Nachhinein verliehene Etikette. Ja. So war das also ganz sicher bei Canterbury auch. Also ich habe zum Beispiel eine Äußerung von Robert Wyatt in einer englischen Zeitschrift gelesen, wo er sagt, zu der Canterbury-Szene, there were a few musicians played around here, but I don't remember a scene. Also es gab eine Menge Leute, die also diese Sachen spielten hier, aber er kann sich an keine Musikszene in Canterbury erinnern.
Es war ja auch ein Kaff mit 30.000 Leuten, okay, es hatte schon auch dieses Kosmopolitische durch die Studenten, die aus aller Welt dahin kamen, aber die hatten auch nicht viele Spielorte. Ja, also es gab mal ein Hotel mit einem Nebenraum, da hat dann die Wilde Flowers gespielt, aber es gab jetzt nicht eine große Szene wie jetzt von mir aus in Freiburg oder in Erlangen, wo einfach viele Clubs bestehen, wo dann die Bands reingingen. Das war so nicht der Fall. Also Robert Fripp zum Beispiel von King Crimson, der sagt ja mal dazu, also bei Canterbury handelt es seiner Meinung nach unbedingt um einen stringenten Musikstil, sondern eher so um eine Haltung mit dem Willen zur ständigen Erneuerung, zur Innovation und im Bereich der konzeptionellen Grenzen der Rockmusik unter Anwendung von Sachen aus Jazz, Psychedelia und Klassik nennt er auch. Also er sagt auch Ähnliches, was du sagtest vorher. Es gibt eigentlich keinen eng definierten Begriff für Canterbury Musik. Es ist eine Vielzahl von Merkmalen, die für einen Teil der Bands zutrifft, für einen anderen Teil wiederum nicht. Wir kommen wieder auf das Thema Leadgitarre. Ja, und so geht es aber um andere Bereiche auch. Wir werden noch auf Canterbury, sogenannte Canterbury-Platten kommen, wo man sich grundsätzlich fragen muss, was hat das mit Canterbury zu tun, außer dass vielleicht da mal einer dabei war, der bei Caravan, Soft Machine oder irgendwo anders war. Aber der Sound, der Stil ist ein anderer, ist einfach Progressivrock oder was auch immer Richtig. die Etiketten sind. Also progressiv steht ja sowieso über all dem, was wir hier in diesem Video oder Videos präsentieren. Ich kannte diese Aussage von Robert Fripp, übrigens Leader von King Crimson, nicht. Aber ich finde auch, da ist eine hohe Deckungsgleichheit mit dem Verständnis, das ich mit der Zeit entwickelt habe, während ich mich hier auf diese Videos vorbereitet habe und von dem, was ich vorher auch schon über das Ganze gewusst und gedacht habe. Robert, super. Er hat halt auch ein Bin bisschen ich Ahnung, ne? dabei. Der hat fast Ahnung. Ja, also Robert Fripp ist ja auch einer, die ich sehr groß verehre. Das nur am Rande. Ich bin dran mit Soft Jawohl. Machine 5. Und zwar, wir waren im Jahr 72 bei Jawohl. dir, ne? Und bei mir sind wir auch 72. Jawohl. Und wir sehen dieses neue Elaborat von Soft Machine. Sehr einfach gehalten, nämlich schwarz mit einer großen 5 vorne drauf. Sie. Ah, Ja, es ist ja. schwierig, aber man kriegt die Ja. hin. Softmaschinen, so hat man Soft-Machine gesehen. 5. Die Rückseite Also. ist leichter zu Ah, definieren, zu erkennen. Rückseite. Jawohl. Robert White ist nicht mehr dabei. Wie auch immer. Was Haben Sie denn mir, ohne Schlagzeug gespielt? nein, was mir also als erstes auffiel, war, dass Robert White nicht mehr dabei ist. Die Hintergründe kannte ich zu der Zeit nicht. Und man hatte jetzt für diese Platte gleich zwei neue Schlagzeuger eingekauft. Einer hieß, auch der spielte auf der ersten Seite, das war hier Phil Howard. Weiß nicht mehr, wo ich den hier Bestimmt nicht. verorten soll. Oh, ja, Im mir schade. Zweifelsfall bei Nucleus. Weil da kamen fast alle zu Soft Machine. Und auf der zweiten Seite John Marshall. Und das ist definitiv Nucleus. Der spielte in einer Jazzband. Nucleus war eher eine Rock-Jazzband als eine Jazz-Rock-Band, weil die Leute alle vom Jazz kamen, mit einer Ausnahme. Ian Carroll. Nein, der kam natürlich vom Jazz. Okay. Nein, der Gitarrist. Wie hieß der Gitarrist von Nucleus? Chris Chris Spedding. Bedding. Das war ein Rocker und alle anderen kamen vom Jazz. Das ist für mich so der Unterschied zwischen Rock Jazz und Jazz Rock. Teilt übrigens auch die Jazzkritik diese Unterscheidung. Ist eine Ja. geschickte Ja, Formulierung. wie soll man sonst machen, ne? Ich sehe da deutlich den Unterschied. Ja. Also, Seite 1 beginnt mit All White. Das ist eine Rutledge-Komposition. Sehr schön. Mit viel Becken gespielt. Schönes Saxophon von Elton Dean.
hat mir am Anfang, Geht nach vorne, noch wird ja, sie eher getragen. nein, am Anfang, wie ich die Platte gekauft habe, dachte ich, oh Gott, das Fringe ist ja furchtbar schrecklich. Nein, wenn man sie genauer anhört und nach Abstand mit 50 Jahren, es ist eine sehr, sehr schöne, technisch hochversierte Platte mit viel Jazz-Anteil, ähnlich wie Fourth. Und ganz ehrlich muss ich sagen, bei meinem Rehearsal nach 50 Jahren, ich habe lange Zeit keine Soft Machine Platten mehr gehört, muss ich sagen, dass Fourth und Five oder Fifth für mich die besten Ach Soft ja. Machine Platten sind. Die hätte ich vorher unter, ja, im mittleren Bereich angesiedelt. Also so gut hat mir diese Fünfer Platte gefallen. Und ist es dann eine reine Ja, Instrumentalscheibe? rein instrumental. Okay. Wie auch schon Fourth, kein Gesang mehr drauf. Und ja, die wimmernde Orgel von Routledge ist immer wieder noch Es erkennbar. ist ja ein Sie, ja, aber Markenzeichen auch. sie ist etwas dezent in den Hintergrund Weil gerückt. die Bläser nach vorne Ja, kommen. die Bläser kommen nach Und vorne. Und das letzte Stück auf der A-Seite heißt MC. MC, also wie Musikkassette oder Multicolor. der Hip-Hopper. Ja. Ja. MC ist wirklich eine sehr schöne, ausklingende Nummer. Die würde ich wirklich sagen, könnte auf Bitches Brew sein. Ja. Und Also auf dem auf Album von diesem Miles Davis. maßgeblichen Miles Davis Album, ja. Würdest du jetzt sagen, Miles Davis, also dieses Bitches Brew, ist dann auch Rock-Jazz oder Jazz-Rock? Also Bitches Brew ist kein Jazzrock für mich. Also wenn man sich ich habe die wirklich sehr oft gehört, ich habe sie mir auch gekauft, wie sie Ist rauskam. da der John McLaughlin der Ja, Gitarrist? ja. Also eine riesen Armada von Musikern ist auf der Platte. Es gibt manchmal, also so, Aber glaub, wahrscheinlich stückorientiert, ne? ja, es gibt mehrere Schlagzeuge, es gibt mehrere Pianisten, Keyboarder und so. Es ist, also das, wenn ich es vergleiche zum Beispiel mit dem, was danach von Billy Cobham kam, der Aldi Meola oder so, das ist Es Jazzrock. ist Jazz Ja. Rock, ja. Und Miles Davis, Bitches Brew, das sind, also es ist mehr so hingetupftes E-Piano, es sind mehr, also eher so Sketche, als wie eine durchgehende, durchgeschlagene Rhythmen. Und es ist, man muss es schon, es ist auch gewöhnungsbedürftig. Es ist keine Platte, die man nebenbei hören Aber es hat kann. auch epische Phasen, ne? Ja. Also wo es wirklich über eine lange Zeit Ja, einen Song gibt. es ist ja gut gespielt und es sind natürlich die absoluten Spitzenmusiker des Jazz da dabei. Da fehlt kaum jemand. Die großen Legenden waren ja damals schon tot, alle. Aber sonst John McLaughlin, Chick Corea, Tony Williams, der zitierte von Lifetime, ja, und. Also wirklich ganz große Besetzung. Und das ist für mich also eher Rock-Jazz, aber kein Jazz-Rock. Okay, wieder zurück zur Nummer 5, Soft Ja. Machine. Zwei Bassisten, ja, also die haben den Roy Babington, woher kommt er? Der kommt von Überbinden. Keine Ahnung. If? Nee. Du, wenn du nicht weißt, woher einer von Soft Machine kommt, dann ist Nucleus immer richtig. Ah, okay. Das war sozusagen die Lebensader für Soft Machine. Die haben sich insgesamt vier Leute von Nucleus geholt, nacheinander. Und auch der Roy Babington, der dann längere Zeit bei Soft Machine blieb, spielt hier Bass neben dem Hugh Hooper. Und er, der Neue, spielt wie soll ich sagen, einen gestrichenen Double Bass. Und der Hugh spielt halt seinen normalen Fassbass oder Zupft sein, eine oder ja. schlägt. Es gibt ein paar Stücke, da spielen die gegeneinander, die beiden. Und das Also ist sehr reizvoll. zwei Bassspieler Zwei Bassspieler in einem spielen Song. gegen oder miteinander. Ja, also, Interessante Variante. ja. Das ist Ja, auf der zweiten Jazz Seite. wird experimentiert. Ja. Aber dann gibt es auch wieder meditative Passagen, die abwechseln mit so richtig heftigen, treibenden Rhythmen. Also da habe ich jetzt überhaupt Ja. keine Vorstellung vom Album 5. Ja. Da muss ich mir Und auch mal wieder anhören. es gibt Stücke oder Passagen drauf, da meinst du, du hast eine ECM-Platte auflegen. ECM, bekannt für diesen Ja. sehr ausbalancierten, edlen Jazz-Sound von Manfred Eicher aus München, diese berühmte Ja, ich Plattenfirma. kenne schon das. Immer auch ein schönes Cover, Ja, ne?
So fast, Schwan oder hammermusikalischer Jazz zum Teil. Ja? Ja. Dafür sind die ja berühmt, aber auch für ihre technische Perfektion. Ja. Ja, okay. Ich denke, recht viel mehr muss man dazu nicht verlieren. Ich kann bloß jedem empfehlen, der Soft Machine Fan ist oder werden will oder nicht alle so gut kennt, mal in diese Nummer 5 reinzuhören. Mhm. Ich war selber überrascht, wie gut die Platte ist. Okay. Ich hatte. Wenn du jetzt unseren Zuschauern einen Anspieltipp geben würdest, welches Album er wohl am ehesten einen Einstieg findet, also welches Album würdest du da empfehlen? Wäre es das vierte oder das fünfte? Also wenn du jetzt hier Soft Machine 1 oder 2 vergleichst mit 5 oder 4, das sind... Das ist nicht mehr dieselbe Musik. Das sind Kontinente auseinander. Und wenn einer mehr dem Jazz frönt, wenn einer mehr Jazz orientiert ist oder auch viel Jazzmusik kennt, dem würde ich halt die vierte oder die fünfte empfehlen. Und wenn einer es mehr mit der esoterischen Psychedelia hat, würde ich sagen, fang so an, wie ich es angefangen habe, hör dir die erste an. Mhm. Die hat wirklich seine Reize. Absolut, aber es kann auch sein, dass man mit heutigen Ohren dies als eher schrecklich empfindet. Diese Stimme von Robert Wyatt. Ja. Aber die Musik ist komplett anders. Ich habe früher mal diese erste Soft Machine Platte als Free Rock bezeichnet. Den Begriff gibt es eigentlich kaum. Es gibt Free Jazz, aber Free Rock. Aber ich finde keinen besseren. Es ist für mich weniger psychedelisch. Das ist deine Schöpfung. Es ist mein, also aber vielleicht gibt es den woanders auch. Cool. Dann kenne ich ihn nicht, aber ich würde sagen, es gibt ein paar so Bands, also bestimmte Art von Captain Beefheart ist für mich kein Psychedelik, das ist sonst nichts. Das ist für mich auch Free Rock. Und Can, jetzt werden dann die Krautrock wieder alle aufjaulen. Naja, ich Can, auch. Ja, du auch, du als allererster. Can zum großen Teil ist für mich Free Rock. Ja? Mhm. Okay, gleich vergessen, Schwamm drüber. Ja, ich nehme es dir nicht übel. Ja. Kann ja. Da nicht raus. Also, Soft Machine 5. Ich wollte noch mal eine Bemerkung loswerden zu Waterloo Lily. Denn mit diesem Album hat Caravan ein weiteres Publikum erschlossen. Ich habe hier eine Variante von Brain. Brain ist ja ein deutsches Label von Manfred Körber gegründet als Ableger von Uhr und so weiter. Also auch im Brain-Label, also auch für den deutschen Markt, auf den sich dann Caravan langsam vorgespielt hat. Ein eigenes Label. Gerd, wenn du dir das Cover mal genau anschaust. Von Waterloo? Ja, schau dir das mal genau an. An was erinnert dich das? Nein, nicht innen, nur außen. Nicht ans innen, Abendmahl. Nur außen. Nicht ans Abendmahl. Ein anderes Cover. Also mir fehlt jetzt da die Brücke raus. Mir fällt jetzt der Titel nicht ein, aber es ist das fünfte Chatterton-Album. Gallery, Minstrel in the Minstrel Gallery. Gallery. Mhm. Das ist doch 1:1, oder? Okay. Was? Der typisch Meister. Ja. Der hat es drauf. Ich mach mal weiter mit 72. Ne, 73. Ich weiß nicht, wie dein Fortschritt ist. 73 hat sich das dann fortgesetzt. Groove Plump in the Night. Ja. Groove Plump in the Night. Genau. Ich habe natürlich ein Faible für dieses Brain-Label, vor allem für die grüne Abteilung und habe es deshalb zweimal. Das war wohl der Höhepunkt bisher von Caravan. Ein Rock-Album und als Liedinstrument hat er eine Geige. Da ist, wie heißt der nochmal, Richardson, aber wie heißt der vorne? Geoff Richardson ist er, heißt er mit Vornamen Geoffrey Richardson. Ja. Erstmals ein Geiger bei der Band Caravan und dann gleich so in den Vordergrund sich spielen.
Eine richtige Rockscheibe, die sich auch von In the Land of Grey and Pink komplett unterscheidet. Richtig lebendiger Rock, hart gespielt und auch Gitarrenriffs, die du hier findest. Wirklich ein durchwegs passables, starkes Rockalbum, das hier Caravan auf den Höhepunkt seiner Karriere sieht. Das ist zumindest mein Standpunkt. Also, wenn du mich danach gefragt hättest, hätte ich das Gleiche gesagt. Für mich ist wie heißt sie? For Girls Who Group, Pump in the Night, die letzte wirklich erstklassige Caravan-Platte. Das, was danach kam, ist nicht unbedingt schlecht, aber das ist die letzte klassische Canterbury-LP für mich. Mir gefällt es sehr Jetzt gut. hat man schon wieder Ah. Canterbury-Platte für ihn. Nein, Canterbury haben wir noch nicht so nein, ganz definiert. Wir Caravan, haben nur Caravan. Caravan-Platte, Okay, sorry. dann ist es okay, weil wir haben die Definition für Canterbury Sound nur in Ansätzen gefunden. Ich habe Und da da so, haben wir schon Übereinklang gefunden. ich hab da ein paar so akademische Definitionen, aber ich glaube, die ersparen wir uns lieber. Das beste Album von Caravan 1973, For Girls Who Grow Plump in the Night. Und der Das Geoff hat sich die Richardson war Nacht wirklich ein gewandelt. Gewinner. Das heißt so. Also hier sieht man auch nochmal das Line-up. Geoff Richardson, der Geiger. Dann hier an der Gitarre Pye Hastings, der Bassist, auch Hastings. Und ich glaube, es ist auch wieder David Sinclair dabei. David Die Sinclair ist wieder dabei. ist wieder dabei. Ja. Die Matching Mole haben sich nach zwei Alben wieder getrennt. Und Robert Wyatt hat Solo weitergemacht, hat die Band nicht weiter verfolgt. Und Pye Hastings, Richard Coughlin, Joan G. Perry, da ist doch noch einer, den habe ich jetzt hier verpasst. Der neue Bassist und David Sinclair wieder an den Keyboards. Ein toller Tipp. Hier liegst du auf jeden Fall richtig, wenn du ein Rockfan bist. Caravan Und der Geoff 73. Richardson war ein ähnlich guter Fang bei Caravan wie Elton Dean und Hugh Hopper bei Okay. Soft Machine. Man hätte nicht gedacht, dass die Musik der Band so prägen und der Ja. Violinist ist einfach, der passt dazu wie die Faust aufs Das kann man so sagen und es ergänzt sich ja auch Auge. nicht nur, dass wir harte Gitarren und Geige haben, wir haben auch wieder wunderbare Flöten-Intro, also wirklich ausufernd tolle Musik. Keine so langen Stücke mehr, aber dafür griffige Rock-Songs. Ich weiß gar nicht, was so der längste Song, ob man das hier sehen kann, ist jetzt hier tatsächlich doch. Es gibt durchaus. Mit 59 haben wir schon einen langen Song. Aber es sind nicht mehr die Charakteristiken, eine Seite, ein Song. Surprise, surprise. Und ein Wahnsinnshit ist Chatul. Chatul, Tool. Hast du eine Ahnung, Haben wir als Single warum raus. die auf einmal bei Brain erscheinen? Es ist nicht die erste englische Band, die Brain übernommen hat. Da gibt es eine Gruppe, Spirogyra, die hier auch noch eine weitere Erwähnung verdient haben, die übernommen haben. Ich denke mal einfach, dass es auch eine marktstrategische Geschichte war, sowohl für das Label, die in den englischen Markt Teaser rausgeholt haben und ihren Wert dann auch gesteigert haben. Es ist ja oft so, dass du dann als Label nicht nur Rock, sondern vielleicht auch was Jazziges haben willst oder was Esoterisches. Und so kann ich es mir erklären. Die Frage so direkt habe ich mir selber jetzt noch nicht gestellt, dass ich sagen könnte, deshalb macht Brain jetzt englische Bands. Naja, es ist halt so, dass die eine große Plattenfirma in England hatten und dann erscheinen sie auf einmal auf Brain. Deswegen kam ich gerade jetzt auf die Frage,
Könnte es vielleicht sein, dass die alte Plattenfirma nicht mehr mit denen zufrieden war, weil sie nicht genug Platten verkauft haben und deswegen auf den Auf Zug dem aufgegriffen Höhepunkt sind? ihres Schaffens Kann man sich eigentlich kaum vorstellen. kann man sich kaum vorstellen. Naja, der Aber Höhepunkt des Schaffens heißt nicht unbedingt der kommerzielle Höhepunkt. ich denke schon, dass es im Verhältnis das kommerziell erfolgreichste Album war. Aber wir sprechen auch nicht von dem Niveau, wo wir 100 oder 150.000 Platten verkaufen. Ne? Na, auf Also alle Fälle der ist sehr Album war erfolgreich, an dass sich. auch Brain Records solche Leute an Land gezogen hat. Ich meine, Brain hatten ja einige andere auch am Wickel, die wirklich erstklassig waren. Ansonsten hat sich ja Brain wirklich speziell auf den deutschen Markt Ja, konzentriert. es gab, glaube ich, noch zwei, drei andere Ja. englische Gruppen. Wenn du mal übernimmst, ich hole mal die Spirogyra, weil die Ja. wollte ich auch nicht unerwähnt lassen in dem Zusammenhang, den wir hier darstellen. Ja, also ich bin dann im Jahr 1973 und 1973 kamen zwei Platten gleich von Soft Machine raus. Oh, ich muss wieder hier so, kann man sehen, ja. Das ist hier die Soft Machine 6. Das ist ein Doppelalbum. Eine Seite live und eine Seite im Studio aufgenommen. Und es gibt jetzt einen neuen Mann bei Soft Machine, das Personenkarussell dreht sich weiter. Der neue Mann heißt Carl Jenkins. Wo kommt er her? Nukleus. Genau. Welche Und Frage? Wusste ich doch. und Carl Jenkins ist der Musiker, wenn man jetzt mal im Abstand von 50 Jahren mal sieht, was aus den Leuten geworden ist, der war bei Weitem der erfolgreichste Mensch im Musikbusiness von allen. Der ist, Davor schon nein, oder danach, danach? der war, ist dann Orchesterleiter, hat klassische Orchester dirigiert, hat selber Musik komponiert und ist also ich weiß gar nicht, ob ich den Namen Band verwenden soll, mit einer, wie auch immer, bezeichneten Nation. Subvention Adiemus weltberühmt geworden. Die haben Platten Berührt ihr nicht an die? verkauft wie warme Semmeln. Also das ist so mehr so ein Ambient-Sound. Nicht unbedingt, denke ich, unsere Kragenweite, aber hat jeder gekannt. Fremdländisch oder also Ja. asiatisch oder Also indisch. das ist hier sehr meditative, instrumentale Okay. Musik, die er komponiert hat. Und er hat auch verschiedene Orchester geleitet. Also ist ein bedeutender Mann auch in der Klassik der Moderne geworden. Da kann keiner von Caravan, Soft Machine oder wie auch immer da von der Popularität und von der Kreativität mithalten. Also der ist ins seriöse Lager übergewechselt und muss einem nicht unbedingt gefallen, aber wollte ich bloß mal erwähnen, der Carl Jenkins hat richtig Karriere gemacht. Okay. Die Formation, das ist ja die Six Das ist die Six. Soft Machine, war dann sein Start. Das war sein Start. Er spielt Fing er mehrere an? Bläserinstrumente. Er Ja. spielt zum Beispiel, er bringt auch ein neues Instrument rein zu Soft Machine, die Oboe. Spielt auch Saxophon, spielt auch Keyboard. In späteren LPs spielt er nur noch Keyboard. Sieht man den da? Kannst du den mal zeigen? Das ist unsere. Ich muss mal schauen, wo er Aber das ist. ist nicht so. Nee. Nein, das ist er. Nee, das ist ein bisschen Es ist klein. zu klein, das Foto. Ja. Wir bauen was ein, Vielleicht taucht er bei einer anderen Platte mit einem größeren Foto auf. oder bei der Nachbearbeitung Ja. setze ich euch den mal ins Bild. Also, um das zu komplettieren, Jenkins rein, Elton Dean raus. Ja, war klar. Ja. Und es gibt auch hier wieder lange, ganz lange repetitive Teile, die über fast 10, 15, manchmal mehr Minuten gehen. Okay. Und ja, es gibt Leute, die sind völlig begeistert von Six. Ja. Ich finde sie eine gute Soft Machine Platte im Mittelfeld. Und in der Jazz-Tätig, ich habe ja lange Zeit viele Jazz-Zeitschriften auch gelesen, in Jazz-Tätig stand mal drin. Six ist ein Doppelgänger von Third. Ja, und über Third haben wir jetzt wirklich ausgiebig gesprochen.
weil sie so experimentell daherkommt. Ja, okay. Ja. Rein instrumental. Rein instrumental. Wie gesagt, eine Seite live, eine Seite im Studio. Ja, kann man sich schon antun. 73. 73 und die nächste, die kommt, ist auch 73. Ja. Das war das erste Jahr, wo zwei LPs gleich erschienen sind. Recht Die fleißig. zweite 73er Platte Da ist, haben wir ihn doch ja, schon. ist Seven. Ups, ich muss immer falsch, Sehr gut, ich super, mache sehr immer gut. falsch, ja. Nee, war Und wenn man gut. es aufklappt, ergibt es ein komplettes Bild hier. Schönes Cover, finde ich. Sehr Ja, ich hätte fast das Gegenteil ansprechendes. behauptet, aber Ja, ich halte mich zurück. Die Innenseite finde ich dann schon deutlich interessanter oder aufregender. also hier sieht man auch ein besseres Bild vom Kali-Mann. Das ist er hier. Ich deute mal hier drauf. Das Sieht man ist also ihn? der Mann mit der großen Karriere. Mit dem Schnauzer. Aber Schnauzer haben sie ja viele, ne? Ja. Und das ist ein, wie gesagt, ein Multi-Instrumentalist. Wir haben hier Dennis Hopper. Wir haben Nicht Mike Hopper, Rutledge. nein, Hopper ist, Wer ist das? das ist hier der Roy Babington. Ach so, das ist der neue Bassist Nein, sozusagen. Quatsch, das ist John Marshall. Das ist John Marshall. Der Die neue sehen sich Schlagzeuger. manchmal irgendwo ähnlich, finde Ich ich. finde auch, ja. Also, Also, ich habe ein Jenkins. schaut euch doch mal die Leute an. Die haben doch alle denselben Style, oder? Aber gut, bis auf Mike Rutledge, der hatte wieder seine klassische Sonnenbrille auf. Und Hugh Manchmal schauen sie alle wie Hugh Jobber aus, ne? Hooper sein, ja genau, als wäre es das große Also Vorbild. ich wiederhole nochmal die Besetzung hier auf Seven. Mike Rutledge ist immer noch dabei. Keyboard. Spielt jetzt auch Synthesizer, was er früher nicht gemacht hat. E-Piano und Orgel. Dann den John Marshall, haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Drums. Roy Babington, der von den Players kam als Bassist. Jawohl. Und Jenkins eben der neue Oboe, Saxophone, diverse und auch ja, E-Piano und Ja. Recorder taucht jetzt als Instrument auf. Also da wird dann schon auch schwer getrickst, was die Übersetzung vom Instrument in Studio auf das Album betrifft. Also Sonst haben doch die eigentlich immer relativ klare Instrumentierungen, wo ich jetzt sage, außer vielleicht von der Orgel, wo doch etliche Effekte mit drin sind, relativ klar. Fretless Bass haben wir vielleicht auch noch mehr. es ist ein geschlossenes Instrumentenbild, würde ich sagen. Die haben sich sehr um Geschlossenheit in der Formation bemüht und haben das meines Erachtens auch erreicht. Also nicht so viele Studio-Tricks, sondern eher doch auf die instrumentalen Fertigkeiten, die sie sich angeeignet haben, gestützt Es gibt auch Musik. ein, zwei sehr ruhige Stücke auch, was man ab und zu bei Softmaschinen auch ganz gern hört, zur Erholung auch. Ne? Und das können die hervorragend. Ne? Also die können schon, wenn sie wollen, die können ganz anders. Zum Beispiel Carol Ann fällt mir da ein. Das ist, glaube ich, das zweite Stück auf der ersten Seite. Sehr getragen, sehr ruhig, sehr entspannt. Wunderbar, wunderbare Musik. In der Sounds, ich habe mein Zitat dabei, wenn ich das mal vorlesen kann. Natürlich. In der Sounds, also der Sounds schrieb ja auch viel Unsinn, aber manchmal liegen sie auch richtig. Na schon. Sounds hat geschrieben, Tracks, die unabhängig von allen Kategorien zu den besten Werken zeitgenössischer Musik zählen. So zum Beispiel auch Carol Ann, das ein Element wie Ruhe prägt. Das Stück hilft besser als Medikamente bei flatternden Nerven und Stress. Die Töne gleichen Tautropfen. Jetzt kommt es, warum ich es zitiere. Die Töne gleichen Tautropfen, die an Grashalmen hinabgleiten. Man nimmt jeden einzelnen davon wahr. Na schön. Wunderschön, oder? Wer hat sich denn da in die Sounds Redaktion verirrt? Der, Müsste man mal fragen. wahrscheinlich ist er nach dieser Rezession dann entlassen Auf worden. alle Fälle, also ich finde die Klangexperimente auf der Platte sehr geglückt. Und ja, es ist fast, würde ich mal sagen, wie jetzt bei Caravan, deine Platte jetzt gerade eben, die letzte wirklich sehr gute Platte von Softmaschine.
Ja, und ja. Okay, dann übernehme ich noch mal ganz kurz. Wir hatten ja diese Geschichte mit dem Brain Label und der englische Bands auf deutschen Labels vermarktet. Auch hier ist das Brain Label von der Band Spirogyra. Es ist auch deshalb interessant, weil Martin Cobham, der Gitarrist, ist um zu studieren nach Canterbury gezogen. Also, das ist doch klar, das Ja, ist Canterbury das Sound, ist die oder? Szene einfach. Das ist die Leute, Ja. also wenn wir was suchen nach Canterbury, Spirogyra, muss ja fast der Sound sein. Nein, Quatsch. Weit gefehlt. Aber tatsächlich hat Martin Cockerham in Canterbury studiert. Ich bin mit dem Jahr 73 so weit durch, Ja. dass ich dir jetzt das Ende. Das wäre jetzt ein Sprung auf 75. Jawohl. Also ich muss noch mal ein kleines bisschen zurückrudern, wenn ich sagte gerade eben, es war die letzte sehr gute, die Seven. Es war so Bundles, Bundles, eine schöne naive Malerei. Also so gibt es ja heute nicht mehr, aber es war mal sehr, sehr in naive Malerei zu Ja, ich zeigen. finde es total schön. Ist irgendwie verschwunden aus der Kunstszene. Bundles von 1975 hatte ich damals eher so abgehakt als eine der schwächeren Platten von Soft Machine. Und Was markiert es, dann den Unterschied? jetzt machen wir es mal personell. Also es ist ein neuer Mann dabei, den du sehr gut kennst, weiß ich, dass du den kennst, Alan Holdsworth an der Gitarre. Und ansonsten haben wir die gleichen Leute wie auf der vorherigen, aber der Holdsworth Alan bringt eine neue Dynamik in die Musik von Soft Machine Das rein. ist ja das erste Mal überhaupt, dass Das hier bei Soft Machine, also einen gut von richtigen Kevin, Lead-Gitarristen ja dabei. genau, Ja. Kevin Ayers ist ja in dem Sinn kein Leadgitarrist, das ist ja eher ein Songschreiber auf der Gitarre. Aber zu der Geschichte, warum ich die Platte so lange irgendwie so unterm Tisch liegen hatte, wie ein Pornoheft im Zeitschriftenladen. Also, ich habe damals gelesen, dass diese Platte blutleer und Die farblos ist. Bundles. Ja, Cheap Sounds zum Beispiel. Ja. Oder das Rockmusik und Rockmusiklexikon, wo eigentlich viele gute Sachen drinstehen, schrieb fast genau das Gleiche. Eine farblose Platte, es fehlt der Pfiff. Und das waren beileibe nicht die einzig schlechten Rezensionen von dieser Bundles LP. Und ich möchte nicht wissen, ich bin ja so ein Idiot, ja, aber ich möchte nicht wissen, wie viel solcher Idioten es noch gibt oder gab, die sich durch solche Rezensionen, durch solche schlechte Kritiken von dem Kauf einer Platte abhalten ließen. Beeinflussbar. Ich war lange Zeit so einer, der immer die Plattenkritiken angeschaut hat und sehr stark nach Kritiken Platten gekauft hat. Ich könnte mich heute ohrfeigen dafür. Und Bundles war ein Opfer davon. Die waren auch abgekanzelt Ja. als mittel- oder schlechte Und Band. einer schrieb vom anderen wieder ab. Es fand einer eine schlechte und sofort stand überall, ja, Also die Bundles, Gazetten haben all dasselbe schwach, berichtet. blutleer, langweilig, kannst du vergessen. Also so. Und das im Nachhinein könnte man wirklich da aus der Haut fahren. Neuere Einschätzungen gehen in die Richtung, Bundles wird als Klassiker bezeichnet. Ja, also als Meisterwerk und. Man kann Wo es hast du im. dich jetzt eingegruft, nachdem du ja dich selber auch ein bisschen in die Kritik genommen hast und natürlich jetzt auch wieder das Album gehört hast? Davon gehe ich mal aus. Wo ordnest du es jetzt ein? Ziemlich weit oben, würde ich sagen. Ziemlich weit oben. Also die Platte ist sehr abwechslungsreich und geht manchmal in Richtung Mahavishnu Orchestra. Auch nicht die schlechteste Adresse. Ist da eine Geige dabei? Hat er eine Geige? Ich glaube ja. Bei Nein, Mahavishnu, nein, glaube nein, ich. nein, braucht man nicht unbedingt eine Geige. Ja, Bei okay. Mahavishnu Aber ist dominiert ja eine. die Leadgitarre ja auch. Ja. Ne?
Quatsch, es dominieren alle. Ja. Das ist ein Zusammenspiel von allen. Aber diese Dynamik vom Mahavishnu-Orchester ist da teilweise zu So spüren. meinst du? Nur in Ansätzen, es ist keine Mahavishnu-Kopie, also weit entfernt davon. Der neue Gitarrist, der Alan Holdsworth, der übrigens auf der nächsten Platte schon wieder weg ist, der spielt mal auch eine schöne Akustikgitarre. Und ich habe ein paar Stücke ein paar Mal nochmal aufgelegt, weil ich dachte, das gibt's nicht. Was hörst du da? Und was ich höre, ist ein Renaissance-Klang in der Gitarre, der mich unglaublich stark an dieses Focus 3 Album erinnert, von Jan Ackermann an der Gitarre. Also das klingt sehr nach Renaissance und ein wunderschönes Einsprengsel auf dieser Platte, das mich fasziniert hat und das musste ich ein paar Mal immer wieder anhören. Ja. Der spielt ja Solos wie am Ja. Schnürchen, ne? Also bei ihm Und weiß er ich kann jetzt nicht. diese schöne Der Ackermann, Akustikgitarre auch da. ja, Und der Ackermann hat einen ganz besonderen Klang. es fließt Einfach, bei ne? dem. Und Focus 3, das ist einfach eine Wahnsinnsplatte, auch ein Doppelalbum übrigens. Der Radlett spielt hier auch, was er selten macht, aber jetzt kommt jetzt immer öfter vor, ein Synthesizer. Und Drängt er sich so in den Vordergrund oder nein, ist es nein, eher ein nein, soundmalerisches nein. Kritzeln? Der Synthesizer wird dezent eingesetzt, finde ich, auf der Platte. Es gibt andere, Also erträglich, wo es nervt. nicht so voll wie Aber jetzt. hier untergeordnet, auch die berühmte Lowry-Orgel ist wieder mal aus der Mottenkiste hergeholt, wird auch dezent eingesetzt. Und ja, und dann fällt mir einfach auf bei dieser Bundles, der John Marshall, das ist wirklich ein begnadeter Schlagzeuger, finde ich vielleicht sogar der beste Schlagzeuger, den sie je hatten. Der auch in Folgealben noch gespielt. Ja, der John Marshall spielt sogar heute noch. Bis zur letzten. Ich glaube, jetzt ist er bei der allerletzten bloß noch bei ein, zwei Stücken dabei und gehört nicht mehr richtig zur Band, aber der ist denen immer noch verbunden geblieben bis ins Jahr 2023. Sagenhaft. Wir müssen jetzt auch davon ausgehen, dass John Martin dann schon gut in die 70, wenn nicht Ja, sogar 80 Jahre alt ist, eher ne? eher 80, ja. Wir sind ja doch mit unserem Interesse sehr rückwärtsgewandt, aber das ist ja dann auch eine spannende Zeit gewesen. Und den Bogen, den jetzt weiter mit Soft Machine geschlagen hat, ist natürlich hochspannend von Psychedelic zu Jazzrock, Jazz. Und dann zu solchen sphärischen Klängen auch. Ne? Oder eben dann mit Riffs von Gitarren und Solos. Und der Alan Holdsworth, der greift richtig kräftig hin. Also es ist kein zart beseiteter Spieler, sondern der weiß schon auch, wie man eine Gitarre hart anpacken muss, um sie dann knackig klingen zu lassen. Also manche Sachen klingen wirklich astrein Jazz-Rock-mäßig. Du könntest eine Aldi Meola-Platte daneben stellen. Ja, oder Lenny White oder sowas in der Richtung. Also nach oben gesetzt und also von weit unten, weil ich es nicht besser wusste, weil ich ein Idiot war, wie Weil du viele, dich unter Einfluss ja, gegeben hast. wie viele Idioten, die sich von solchen Sachen beeinflussen lassen, sei es Musik, sei es Bücher, Literatur, Kino, was weiß ich. Man kann immer nur wiederholen, man muss sich eine Meinung selber bilden und soll dieses erst machen und dann lesen und nicht umgekehrt lesen und dann Sachen so als abschätzig wegtun und da fährt man besser. Es ist auch so, dass diese Rezensionen oder auch jetzt unser Video ja eigentlich nur Ideen sind, was für einen Sound könnte dir gefallen, wenn du Jazzrock hörst. Da könntest du zum Beispiel die Soft Machine Nummer 6 hören oder die Nummer 3, wenn du mehr ausgeprägten Jazz hören willst. Ja. Also deine Meinung bildest du dir ja sowieso selber, davon gehen wir aus. Wir geben nur Tipps. Und so würde ich das auch bei Rezensionen sehen, Ja. dass wenn du einen Tipp hast,
Hörst du vielleicht, ist ja heute möglich, über YouTube mal selber an. Das konnte man ja früher nicht. Heute kannst du dir alles anhören. Ja. Aber was ich eben verurteile ist, also es klingt so hochmoralisch, aber was mir echt gegen den Strich geht, ich finde, Rezensenten sollten Leute dazu bringen, etwas zu sich anzuhören oder zu lesen oder was auch immer, und sollten nicht Leute dazu veranlassen, dass sie sich von etwas abbringen lassen. Wenn ich ein Buch so schlecht finde oder eine Platte so schlecht finde, dann rezensiere ich sie eben nicht und dann sage ich, da schreibe ich nicht drüber. Aber Leuten dauernd zu erklären, nein, kauf diese Platte nicht, kauf diese, kauf jenes Buch nicht, kauf dieses. Ich find, es ist einfach Nee, ein Unding, ja. das ist absolut ein Unding. Aber ich sage mal, da muss man auch an die Selbstverständlichkeit des Lesers oder Hörers appellieren. Ja, Bilde dir selber ein Urteil. genau. Das ist ja wie dieser Rosenthal-Effekt. Der eine hat über den anderen schlecht gesprochen. Also gibt es eigentlich gar nichts Gutes über den zu Ja. berichten. Es ist einfach ein krummer Hund. Kann man nicht machen. Nein. Ne? Also bei Menschen würde man es nicht machen, man muss es bei Platten auch nicht machen. Die leben ja auch. Okay, weiter. Wir sind jetzt immer noch bei Softmaschinen, Also weil ich nehme jetzt mich zurück und eine würde denke ich an noch, den nächsten Teil. Natürlich. eine würde ich noch bringen, weil dann Unbedingt. denke ich, ist das Softmaschinen-Universum weitestgehend ausgeschöpft. Es gibt zwar noch danach noch eine Live-Platte, die Live in Paris, die ist auch nicht schlecht, aber er gehört jetzt nicht zu den Studioplatten. Die letzte Studioplatte, oh, die hat aber so ein komisches Ding bei dir. Die letzte Studioplatte ist Softs. Ja, mach mal. Kann man Ja, sehen? schwierig, da Ja. warst du doch besser. Ja. Die letzte ist Softs von 1976. Ah, brutal. Naja, mir gar nicht aufzutreten. Soft. Softs 1976. Ich kann mich noch gut an die erinnern, an den Kauf dieser Platte. Neon Record, auch ein ganz tolles Label mit viel toller Musik. Auf RCA extra für Progressive Rock dieses Label erstellt. Und ich kann mich deswegen so gut erinnern, weil ich am gleichen Laden, das war ein Elektroladen, kein Plattenladen, weil ich zur gleichen Zeit von Jeff Beck Wyatt gekauft habe. Also die beiden kamen zur selben Zeit raus und war auch, 76 dann? ja, es war auch so fast ein ähnlicher Stoff. Also die zwei geben sich nichts. Ist beides Ist da ein Jazzrock. Gitarrist dabei? Jazzrock, ja. Es gibt einen neuen Gitarristen auf der Platte und zwar den John Etheridge, der im Übrigen jetzt auch noch bei Soft Machine ist. Also der hat sich als Langzeit Mitglied? Konserve erwiesen und ist meiner Ansicht nicht schlecht. Leider ist der Alan Holdsworth schon wieder weggegangen. Ich weiß nicht, wo es ihn hingezogen hat. Auf alle Fälle, der Etheridge ist kein schlechter Ersatz. Und ein bisschen ist Soft Machine, also Softs, Entschuldigung, Softs ist ein bisschen der Bundles LP ähnlich. Bundles finde ich besser, aber keine drastische Verschlechterung. Und wieder auch so ein bisschen Mahavishnu-Orchester dabei, so Anleihen. Unten ist der Und Gitarrist. es gibt auch wiederum sehr schöne melodische, ruhige Passagen, was immer bei Soft Machine immer gut ist. Und ja, Jenkins hat das Heft in der Hand. Er hatte da auch die Produktion, die Ja, Orchestrierung, da steht auch was von Orchestrierung das drin. ist hier der neue Bandboss. Ne? Also ich meine, Rutledge ist weg, oder? Schon. Was, der ist weg? Ja. Echt? Mike Ja, Rutledge ist weg. Na, das ist doch keine Softmaschine mehr. hätte ich Mein Star. beinahe vergessen zu erwähnen. Erwähnt wird er trotzdem. Special thanks to Mike Rutledge for synthesizer parts on Song of Aedus.
Also bei Einem Song nein, doch. zwei, um Ben Kevin. Auf zwei Songs durfte er ein bisschen Synthesizer-Sachen einstreuen, aber ansonsten war er jetzt auch weg. Ja. Gut, also Walter, vielen Dank für deine Ausführungen über Soft Machine. Es gab natürlich in dieser Zeit noch weitere anspruchsvolle Musik, intellektuell angehauchte Musik, die wir jetzt nicht präsentiert haben, aber noch präsentieren wollen. Wir haben festgestellt, dass in 68 diese Bewegung so langsam in Gang kam mit Jazz, Rock, Rock, Jazz, wie auch immer, oder Hard Jazz oder keine Ahnung. Und das waren 68 waren es drei Alben, dann waren es 69 fünf, 70 war hatte ich dann, also das ist jetzt so meine Sammlung, hatte ich acht und es ist immer mehr geworden. Also dieses Genre ist aus den Fugen geraten und es gab immer mehr Bands, die diesen Sound gemacht haben. Und einige davon wollen wir im nächsten Video präsentieren. Ich habe hier schon mal einen Ansatz. Diese Band Arts Angel ist 68 rausgekommen. Und da haben wir zwei Musiker dabei, die weiter großes Aufsehen erregten. Das eine ist der Gitarrist Steve Hillage und das andere. Ich weiß nur, dass der Hillage dabei war, aber Okay. du wirst mich aufklären. Nee, werde ich leider nicht. Ich weiß nicht, wie die haben nämlich hier lauter Synonyme. Die haben nicht ihre echten Namen drin. Es geht um den Bassisten, aber mir fällt der auch nicht ein. Ich weiß nur, das ist eine relativ wüste LP. Also die eher so der Experimentierfreudigkeit zuzurechnen ist. Oder war es doch der Keyboarder? Ich werde es euch im nächsten Video Vielleicht berichten. finde ich es raus Und beim da haben wir Präsentieren. dann auch Bands dabei, die wir in den Stammbaum, den ich euch hier präsentiere. Das ist ja eine der Grundlagen unserer Arbeit, die wir haben, einen musikalischen Stammbaum. Und da finden wir Bands wie Deliver, Gong, Matching Mole hat er Walter schon gesagt. Dann Egg ist eine Band, die man unbedingt erwähnen sollte. Kevin Ayers hat Solo weitergemacht. Für mich aber eher in Zweifel zu ziehen, was diese Musik betrifft. Er hat halt einen Vater gehabt, der Produzent war und er ihn da am Laufen gehalten hat. Aber das ist meine persönliche Meinung. Interessant ist noch Kahn, Khan. Und ich werde ein paar Covers noch hinzufügen bei dem Fertigstellen des Videos, ein paar Soundschnipsel reinbringen und dann nach Möglichkeit bald hier auf den Schirm bringen. Freunde, Ich habe noch was. Ich habe noch was. jawohl, weiter. Naja, Come on. ich will Soft Machine nicht beenden, ohne dass ich auf zwei, drei Platten hinweise, die Oho. nicht jetzt im regulären Ablauf der Chronologie sich befinden, sondern die Sampler oder extra besondere Stücke sind. Ja. Und da ist als erstes und als vielleicht wichtigstes diese 3-LP-Box von Soft Machine zu erwähnen. Triple Echo. Triple Echo kam 1977 heraus und hat außerdem, dass es ein ganz tolles Booklet hat, auch diese erwähnte Chronologie der ganzen Canterbury Bands drin. Und auf diesen drei Plattenseiten für jede dieser 30 Titel, die da aufgeführt werden, zum Teil unveröffentlichte Sachen, Aber auch Sachen, die auf den Alben, die du präsentiert hast, die mit drauf genauen sind. Lineups rein. Also man kann genau sehen, wer hier auf der Soft Machine Single, die unveröffentlicht, Bass, Schlagzeug oder Gitarre spielte. Man kann auch sehen, die ganzen anderen
Bands wie Gong, Khan. Musst du fast eine von der Band gemacht haben, oder? Wenn es so ausführlich ist. Es hat kein, also der Robert White soll angeblich dabei gewesen sein, das zu verfassen, aber verfasst hat es ein gewisser, ein Musikjournalist namens, oh Gott, wie heißt er denn? Das ist eine Arbeit. Pete Frame. Pete Frame, mhm. Wer immer das auch ist, hat also diesen Stammbaum gemacht. Und diese. Ja, genau. Das ist ein Werk von Pete Frame. Pete Frame, genau. Auch hier ein Stammbaum, Rock Family Trees. Da ist nicht nur Soft Machine und Caravan drin, sondern auch Deep Purple oder Crosby, Stills, Nash & Young, Big Brother and the Holding Company, Yardbirds und so weiter. Also für Leute, die sich für die Lineups der Bands interessieren, liegt hier mit diesem Werk Rock Family Trees sehr richtig. Und es ist nicht das einzige Werk von Pete Frame. Nee, sehr zu empfehlen. Sehr deswegen. Interessant, aber diese Kombination. Diese, Echo 3er LP, die gibt es nicht auf CD. Die ist vergriffen. Ich habe sie mir vor ungefähr 25 Jahren gekauft. Auch schon in schlechtem Zustand. Also die ist, schaut schon. Aber man kann die Platten gut hören. Und ich kann nur jedem sagen, der Soft Machine liebt, wenn ihr diese Echo-Box irgendwo seht, raus mit dem Geldbeutel. Ja. Dann habe ich noch im Internet. Oder im Internet. Dann habe ich noch ein paar andere Soft Machine-Sachen dabei. Auch später rausgegeben, Jet Propelled Photographs sind also ganz früh Aufnahmen. Sieht man es? Bin ich richtig? Die Neigung, aber ja. Und hier auf dem Cover sieht man noch an der Mitte mit dieser komischen runden John Lennon-Brille, das ist David Allen. Dann habe ich noch eine, ein Rundcover, also wie Small Faces, Old Guns, Dutch Gun Flake. Eine Control. Ja, Soft Machine Live at Paradiso. Ja, genau, richtig schön. Live at Paradiso. Zeig mal hinten auch. Das ist ja dann Soft Machine als Uhrwerk. Ja. Wie ist denn, also mit H, ja. Wie es dann funktioniert. Vielleicht ist es auch ohne H gedacht. Dass es eben ein grundsätzliches, ein frühes Werk von Soft Machine ist. Und dann habe ich irgendwo noch, wenn ich sie finde, diese Live in Paris, aber die finde ich jetzt nicht, die ist jetzt irgendwo da unten vergraben. Okay. Live in Paris ist eine Platte, die kann man sich anhören, die ist von 1978 und die gleiche Besetzung, das wäre vielleicht mehr erwähnenswert, die gleiche Besetzung hat dann 3 Jahre später die eigentlich letzte Soft Machine Platte Land of Cocaine rausgebracht. 81? Ja, 81, die also schon sehr unterm Radar liegt. Ja. Also sehr, sehr getragen ist, ja, seicht, bemüht, technisch gut, aber langweilig. Also keine Raffinessen drin. Guten Einfälle, was die Songs-Ideen betrifft. Ich rate von keiner Platte ab, aus den besagten Gründen. Aber ich sage mal vorsichtig, Land of Cocaine muss man nicht unbedingt haben. Man sollte es sich nicht als erstes kaufen, wenn man gute Erfahrungen mit Soft Machine macht. Nein. Da haben wir den Tipp, das Album Nummer 4 und das Album Nummer 5 von Soft Machine. Und bei mir ist es ja das 5. Album von Caravan for Girls Who Grow Plump in the Night. Und ich hatte es im Ansatz ja schon vorgehabt, dieses Video hier zu beenden. Es ist ja wieder ellenlang mit dem Hinweis darauf, dass es noch weitere Bands gibt, die wir euch präsentieren wollen. Zum einen haben wir David Allen, der dann wegen seines Visas nicht mehr nach England kam und dort Gong gründete. Gong gab es dann ellenlang, Steve Hillage, den ich vorhin schon erwähnt habe. Gong gibt es heute noch. Gong gibt es heute noch. Und Steve Hillage, der Gitarrist von Archangel, ist dann eben bei Gong aufgetreten. Und so haben wir noch etliche Bands im Petto schon genannt, aber noch nicht gezeigt. Und das wollen wir euch dann im nächsten Video zeigen. Schön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt, dass es euch interessiert hat. Und wir freuen uns,
wenn ihr beim nächsten Video wieder zuschaut, wenn es dann heißt Canterbury Teil 2. Bye bye. Bye bye. See you in Canterbury next week. With another man, she said, it's your slow walking talk.